So, hallo zusammen. Nochmal. Hallo an alle, die live dabei sind. Hallo an alle im Stream. Hallo an alle auf YouTube. Die letzte Folge musste ich ja abbrechen, weil während des Streams das Internet weg war. Der Router ist jetzt neu gestartet und jetzt funktioniert es wieder. Das heißt, wir machen nahtlos da weiter, wo wir aufgehört haben. Los geht's. Gucken wir mal. Genau, ich habe beschlossen, dass wir jetzt rausgehen in die Wildnis. Ich will jetzt wirklich das Ödland erkunden. Ich will hinaus in die Welt. Oh, man kann hier graben. Graben wir mal. Ein uralter Liebesbrief. Meine Liebste, ich habe dir als Prüfung unserer Liebe ein Rätsel hinterlassen. Heute ist Sonntag. Ich zähle die Tage, bis wir uns wiedersehen. Auf der Rückseite befindet sich eine grob skizzierte Landkarte, auf der drei Punkte markiert sind. Kann ich mir das jetzt auch irgendwie ansehen oder ist das nur auswählen? Ne, fallen lassen. Okay, ne, keine Ahnung. Don't say that to Miriam Knox. Her husband was there. Poor woman. Hey, Boss. Schon wieder irgendwas. Ein Müllhaufen. Ein zerstörter Sensor, Schrott und eine Geschützturmkassis. Wo zur Hölle bin ich? Ah, wir sind auf dem richtigen Weg. Okay. Nix wie raus hier. Welcome to the right side of the tracks. Genau, jetzt gehen wir in die Innenstadt und von der Innenstadt aus kommen wir dann quasi in die Wildnis. Beziehungsweise zurück zu unserer Basis, von wo aus wir dann in die Wildnis kommen. So ist das. Okay. Nee. Hey, Moment mal, kann ich da reingehen? Oha. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz speichern. No one's allowed in. Ah. Schade. Was ist dahinter? Which word didn't you understand? Please, step away. Ah. Schade. Jetzt hätte mich aber schon interessiert, was da dahinter ist. Little Vegas closed until further notice. City dubs totally lame by local youth. Nee. Hier sind wir falsch. Wir sind hier. Ja, und wir wollen zum Ranger-Hauptquartier. Genau, passt schon. Remember the last issue with the Colorado Patriot? Oh, real funny cartoon in there. When Jeffy ripped the robo-arm off that scar collector and cracked up. Genau, und vom Ranger-Hauptquartier kommen wir irgendwie dann raus in die Prärie. Wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht müssen wir mit unserem Auto reden. Der Fuchs sagt au, wenn man das von so einem Fuchs kennt, ne? Verrückt. Reisen. Ja, reisen wir nach Colorado. Auf dem Ladebildschirm sehen die Gebiete immer so ein bisschen aus wie Spielzeugstädte, finde ich, oder? Aber ich finde das eigentlich sogar ganz nett.
So, wollen wir einfach mal ein bisschen erkunden. This is Arrestus Dorsey, calling the Rangers. You killed my brother Jared, remember? Then y'all ran off like cowards before I could find you. Well, now you're gonna come find me. Unless you want all of Colorado to hear me kill a bunch of innocent folk, cause you was too chicken to save them. Meinst du jetzt in real life, ob ich in Wirklichkeit schon mal in den USA war? Nee, in Wirklichkeit war ich noch nie in den USA. Got a whole family trapped in their homestead. About three generations worth. And if you don't want them to be the next to die in the deluge of blood, you better come up north and take their place. Aha. Ich glaube, das ist so ziemlich, damit mache ich ihn, glaube ich, richtig wütend. Das sage ich auch. Erastus, wer? Keine Ahnung, wer du bist. Real funny Rangers, real fucking funny. I caught one before they all got in the door. Well, how do you like their jokes? The rest of them go when I get bored, Rangers. So you better hurry, cause I was born restless. Okay, die erpressen uns quasi. Die haben jetzt hier irgendwie Geiseln. Ich meine, die können jetzt hier rumballern. Leute erschießen. Das finde ich nicht gut. Mal gucken, was haben wir denn hier? Hof der Hoons nicht entdeckt. Denver. Bin ich irgendwie auch Human? Nee, oder ist das die ganze Karte? Ich weiß es nicht. Wir fahren jetzt los. Come in, November 1. Receiving an urgent distress call in your area. Patching it through. Ja, das Internet ist ausgefallen vorher gerade. Deswegen war es plötzlich weg. Unser Router musste neu starten. Keine Ahnung, was er da hatte. Aber zum Glück war es gleich wieder vorbei. War nur schnell 5 Minuten down. Ist halt nur gerade ungünstig gewesen. This is Arapaho 44. We're pinned down on 25 south of Colorado Springs. Two escorts killed and these motherfuckers are circling back. Oh fuck, here they come. Oh fuck. 44. Are you there, 44? The Rangers will get somebody to your location right away. Copy? 44. Do you copy? Okay. Lost contact. You heard them, November. And listen, this isn't just any convoy. A-44 is hauling new power armor for the Marshals. Ooh. Powerpanzerung. Yeah. Power armor. Das klingt gut. Das hätte ich gerne. Wer greift die denn an? Unknown, but the Patriarch will expect us to make recovering that power armor our highest priority. Get there fast and you should be able to save that cargo. Over and out. So, jetzt muss ich mal gucken, weil jetzt haben wir quasi 3 Missionen, zu denen wir jetzt fahren könnten, von der Weltkarte hier quasi aus. Muss ich mal kurz in unser Missionslog gucken. Unsere Hauptmission wäre das mit den... mit den menschlichen Schmugglern. Naja, aber unsere Sekundärmission sind die, die viel zu hoch ist. Zum Hof der Hoons. Ach so, aber das ist Erastus Dorsey. Was ist denn dann, was ist denn dann das, was ich gerade gehört habe? Der Überfall. Bei dem würde ich ja grundsätzlich auch gern helfen. Weil Powerrüstungen hätte ich echt gerne. Aber wo war denn das dann? Der Hof der Huns wäre gleich hier. Für die Hauptmission müssen wir da runter. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dann fahre ich erstmal da lang. YOLO. Was ich Tisch. Da lang? Ja.
Ja, gleich mal da lang. Oh. Okay, das machen wir lieber nicht. Schauen wir doch hier mal rein. Zur Arapau-Karawane. Vielleicht kam von da der Funkruf. Oh. Hier ist zumindest Blut. Schauen wir mal. Wegen der X01 in Fallout 4 kann es geografisch möglich sein, dass die Enklave unterwegs von der Westküste zur Ostküste da lang gekommen ist. Meinst du jetzt, als sie quasi nach Fallout 3 gewandert sind? Nee, das macht nicht wirklich Sinn. Du pathetic shit! You think we're scared of a few mercs? I won't give you to Slave Master Archie. I'm gonna keep you for myself. You can watch me murder rangers for years. When you finally lose hope, we'll use your head as a hood ornament. Let's get started after I take your supplies. Holy shit, was sind denn das? Was ist denn hier los? Die sehen irre aus. Das sind die Borg oder so. Meine Güte. Dann öffnen wir den Kampf mal. Das passiert, wenn man sich mit Abraxa anlegt. Sowas von One-Hit-Killed. Ich schätze mal, der Narbensammler-Bombenknecht ist so ein Suicide-Bomber-Kerl, ne? Da müssen wir aufpassen. Mein Gott, Idolium kann schon echt weit laufen, ne? Ich könnte schon nach vorne stürmen. Das Problem ist nur, dass ich jetzt ungern den Bomber angreifen würde. Das könnte gefährlich sein. Soll ich den mal hauen? Mein Idolium könnte so schnell laufen. Könnte sogar hier reinlaufen. Die Stromverbindung für die Generatoren suchen einfach. Einfach mal reinsprinten. Keine Ahnung, was uns da drin erwartet. Aber ich mach das jetzt. Oh mein Gott, das ist so bekloppt, ey. Los geht's. So ist sie doll im Eben. Okay, das ist gar nicht so bescheuert gewesen. Das hat sogar ganz gut funktioniert, zum Glück. Glück gehabt. Sehr gut. Nicht genug AP. Ich vergesse immer, ich sollte mal öfter gucken, was für Fähigkeiten unsere Leute haben. Weil da könnten unter Umständen mittlerweile schon recht nützliche dabei sein. Außer Reichweite. Mit der anderen Waffe. Auch außer Reichweite. Dann sparen wir mal die Aktionspunkte. Overwatch geht leider nicht, scheint. Doch, geht. Warum war das dann ausgegraut? Nee, geht eh nicht. Okay. Jetzt geht uns hier leider die Deckung auf. Aus, meine ich. Cyborg-Huhn und Major Tomcat. Naja. Weiß ich wirklich nicht, wohin hier mit unserem Marshall. No. Der müsste jetzt fast irgendwo in Deckung sprinten, aber dann kann er nicht mehr schießen.
Das hilft nichts. Ich riskiere mal, dass der hier stehen bleibt. Da ist er zwar nicht in Deckung, aber ich würde ungern in die Luft gesprengt werden. Ah, ne. Mit Lucy könnten wir zumindest hier irgendwo in Deckung gehen. Lucy, ja. Natürlich. Aber alle haben hier keine Reichweite, Mensch. Was ist denn los mit denen? Furchtbar. Gewagter Schuss. Ein unverlässlicher Angriff, der über eine plus 70%ige kritische Chance, aber minus 40% Trefferwahrscheinlichkeit. Aber ist auch zu weit weg. Dann machen wir hier einfach auch einen Overwatch-Modus. Ah! Wir haben hier noch unseren Kodiak dabei. T-Bone, Dankeschön für die Bets. Yippie! Da müsste ich jetzt echt mal auf Weltkarten nachschauen, weil ich mir nicht ganz sicher bin. Aber ich... Doch. Warte mal. Fallout 4 spielt definitiv weiter im Osten als Fallout 3. Glaube ich. Ich müsste nachschauen. Aber ich glaube schon. Das würde nicht ganz passen, leider. Gut, dann fahren wir mal mit unserem Kodiak ein bisschen vor. Keiner in Reichweite. Oh, Mann, ey. Wollen die mich verarschen? Dann macht er auch Overwatch. Schauen wir mal. Das gefällt mir. Mein Gott, was sind die? Sind das Cyborgs? Sind die richtige Cyborgs? Oder sind es einfach nur irre Kerle, die sich lustig angezogen haben? Ich glaube, das sind richtig so Cyborg-Personen. Eine Fähigkeit ist aufgeladen. Aber wenn ich das jetzt mache, verletze ich unsere eigenen Verbündeten. Außer, jetzt passt mal auf, was wäre denn, wenn ich hier in Deckung gehe? Dann... Oh, warte mal. Das ist auch ein Verbündeter da. Ah, das ist echt schwierig. Nee, komm schon. Sieht doch nicht ganz so weit rüber. Ja? Ja, das sieht gut aus. Das... Ah, das nehmen wir. Das war gut. Habt ihr das gesehen? Meine Güte. Der hat ja die halbe Armee weggepustet. Mein Gott. Einer hat ein bisschen überlebt, aber die anderen wurden zerfleddert gerade. Das war cool, Abraxe. So, Idolem. Anscheinend hat Idolem Besuch bekommen von einem Cyborg-Roboter-Nahkämpfer. Eigentlich wollte ich hier oben den Generator aber ausschalten und das mache ich jetzt auch. Nein, deaktivieren erfordert Mechanik 3. Warum muss man denn bitte so gut in Mechanik sein, damit man den Generator ausschalten kann? Das zerstört jetzt meine Pläne. Moment, apropos zerstören. Kann ich den Generator zerstören? Ja, theoretisch ja, aber dauert ein bisschen. Hm. Naja, dann müssen wir die Geschütztürme wohl doch wegschießen. Ich meine, wir haben ja jetzt das Glück, dass kaum noch jemand lebt von den Gegnern. Da kann man das ja machen. Wobei die schon viel aushalten, ne? Da kommen noch einige. Wäre schon besser, wenn Idolem irgendwie den Generator zerlegen könnte. Ausgezeichnet. Nee, ich mache denen fast keinen Schaden. Das
macht nicht so viel Sinn, leider. Wirklich. Und den da hinten sehe ich nicht. Naja, das sind noch zwei Nahkämpfer. Die Narbensammler-Metzger. Oh, ich hoffe echt, ich kriege eine Power-Rüstung, wenn wir die Mission geschafft haben. Deswegen bin ich hier. Naja, wisst ihr was? Dann machen wir hier einfach Overwatch. Dann schicken wir Lucy hier nach vorne, auch im Overwatch-Modus. Unser Fahrzeug kann das bis hierher fahren. Ja, das überfährt auch einfach alle Barrikaden und alles. Bam! Einfach weggeräumt. Das macht nämlich schon ziemlich viel Schaden. Na, greife ich mal an. Kann ich das Fahrzeug als Deckung nutzen? Kann ich. Das gefällt mir. Jetzt gerade nicht notwendig, aber das ist cool. Okay, ganz viel. Alle auf Overwatch, schauen wir mal. Oh oh. Oh oh. Das gefällt mir nicht. Oh, puh. Glück gehabt. Oh oh, die schießen ganz schön auf unser Cyborg-Huhn. Irgendwer klingt so, als würde er gleich explodieren, aber wir haben den doch noch erschossen. Was explodiert denn da gleich? Ich hoffe, das ist nur ein Soundfehler. Oh, der Kampf ist ein bisschen spannend. Kann ich irgendwie den Generator nicht mehr angreifen? Ja, dann hauen wir halt jetzt hier den da. Betäubt! Sehr gut! Und daneben gehauen, nicht ganz so gut. Wie lade ich denn eigentlich nach? Irgendwie geht das. Bin mir fast sicher. Irgendwie kann man nachladen. Ah ja, nachladen. Ich mach das mal. Genau. Und ich befürchte, wir müssen jetzt die Türme hier einfach kaputt machen. Hilft nichts. Irgendwer grunzt da dauernd wie ein Zombie durch die Gegend. Oh, ich habe ein bisschen Angst, dass ich da unseren Verbündeten treffe. Aber die Lucia hat auch keine Reichweite. Aber hier das schwere Maschinengewehr geschützt und das machen wir kaputt. Oder auch nicht ganz, leider. Schade. Abraxe. Kannst du den da einfach wegschießen vielleicht, bevor der zum Problem wird? Das wäre ganz nett. Ah, come on! Der steht direkt vor dir, Abraxe. Was war denn das? Du hast ihn quasi flankiert. Ich versteh's nicht. Das war doch jetzt doof, oder? Das war doch jetzt bescheuert. Ich hab schon langsam das Gefühl, ich muss, so gern ich sie mag, unsere Tierbegleiter aus dem Team nehmen. Major Tomcat und die Hühner müssen in unsere Basis zurück, weil die stehen immer im Weg. Ich kann keine Flächenschaden benutzen.
Ich habe auch keine Kontrolle über die. Ich finde die Mechanik eigentlich voll cool, dass man die haben kann und so. Aber so ist das irgendwie nicht so sinnvoll. Na gut, das ist zwar jetzt fast ein bisschen Verschwendung, oder? Aber hilft nichts. Dann haben wir wenigstens einen Geschützturm mal weg. Oh, wir können sogar zweimal. Mein Gott, das Fahrzeug ist so mächtig. Mein Gott. Ich glaube, dann schieße ich eher auf den hier. Meine Güte. Ist das Fahrzeug irre. Was hat das für Fähigkeiten? Keine. Okay, gut. Noch nicht, noch nicht. Mein Gott, ist das geil. Hey, Vorsicht. Lustig ist es schon, wie die Cyborg-Kühne übers Schlachtfeld laufen, um den Sturm anzugreifen und währenddessen am Boden rumficken. Ach ja, es ist schon ein tolles Spiel einfach. Da kann man nichts sagen. Hey, warte mal, was haben wir denn hier für Fähigkeiten für Idolem? Ja. Legt auf dem Boden und sendet eine Schockwelle aus. Los geht's. Bam! Oh, das ist gar nicht so schlecht, ey. Nicht schlecht. Was ist das da? Schneller Angriff mit einer Trefferchance von plus 40, jedoch weniger Schaden. Aber kostet nur 4 AP. Das ist auch nicht gut, wollte ich schon sagen. Nicht schlecht. Ah, jetzt muss der echt hier noch mit ungefähr 0,7 HP überleben. Come on. Naja. Auto. Mach mal den Geschützturm kaputt und rette uns ein Tierchen. Aber wenn das Spiel jetzt noch eine schöne Zerstörungsengine hätte, dass dahinter die Wand einstürzt und so Blödsinn. Ah, das wär's. So, sind wir schon fertig? Kommen noch Gegner? War's das? Ah ja, der da oben noch, ne? Kann irgendwer auf den schießen? Zufällig außer Reichweite. Warte mal. Da angeblich. Ich meine, die Linie, die Sichtlinie geht durch die Wand durch. Aber es ist eine Sichtlinie da, oder? Schauen wir mal. Ja, wenn auch nur 31%, aber theoretisch zumindest möglich. Naja, vielleicht ein andermal. Oh mein Gott, ich glaube, Praxe hat gerade Idolem so weggeschossen, ey. Alles hat er getroffen, nur nicht den. Super. Und wie gezielt fast jeder Schuss hier auf Idolem getroffen ist. Meine Güte, Leute, was ist denn hier los? Ja, ist jetzt egal. Oder hast du? Kannst du? Ja, dann versuch. Ah. Okay. Nee, ich kann die Tierbegleiter nicht in der Basis lassen. Es geht nicht. Bring ich nicht übers Herz. Mein Gott, ey. Mein Gott, hat Abraxe Idolem hergeschossen. Naja, aber jetzt darf Idolem seinen Kampf beenden. Ja, gut. Jetzt deaktivieren wir mal noch die Stromzufuhr einfach, weil vorsichtshalber. Man weiß ja nicht, was sonst noch so versorgt wird. Halten wir alles aus. Lasst euch ruhig noch ein bisschen mehr Zeit, Charaktere. Wir haben es nicht mehr eilig jetzt. Schlendert doch gemütlich hoch alle zum Generator. Bis dann mal der kommt mit dem Mechanik-Skill. Kein Problem. Hallo? Ah, jetzt. Dodala. Ja gut, dann looten wir mal. Schauen wir mal, was diese komischen Cyborg-Kerle dabei haben. Stählerne Zähne.
warum normale alte Zähne haben, wenn man auch spitze Metallzähne haben kann. Ich meine, ja, I see your point, aber wenn man sich dann mit spitzen Metallzähnen selber in die Wange oder auf die Zunge beißt, ist der Spaß vorbei. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da ein Fan bin. Colorado Dollar Schrott. Ein Fokuskristall, eine Herstellungskomponente. Hochqualitativer Kristall, sieht aus wie ein krasser Photonenspalter. Ein Lederband. Und Schrott. Muskelgewebe, ein altes Taschentuch, Geld, Metallzähne, Lederband, Muskeln, eine schimmelige Socke. Sehr gut. Lederband, Zähne, Schrott, zerstörtes Auge, Kampfanalyseprozessor, Herstellungskomponente. Der Prozessor von einem der vielen Killerroboter, die dieser Tage so im Trend zu liegen scheinen. Er ist perfekt konstruiert, um all die verschiedenen Möglichkeiten zu berechnen, wie man sich arme Socke, wie man dich arme Socke umbringen kann. Ach so, das ist aber nicht nett. Geschmolzener Kondensator und fertig. Hat nur Schrott dabei. Aber vielleicht kriegen wir eine ordentliche Questbelohnung. Mir nach, Crew. Hier war doch irgendwo eine verletzte Person. Oh, warte mal, da ist auch noch was. Noch mehr Beute. Munition, Munition, Munition. Shit! Who the hell are you guys? Here to finish me off? Wir sind die Ranger, man. Sag ich das wirklich? Hört ihr das? Man hört immer noch die Bombe von einem der Gegner ticken. Obwohl der schon lang tot ist. Nur ein Bug. Na gut. Wir sind die Ranger, man. Wir haben deinen verzweifelten Hilferuf gehört und sind gekommen, um zu helfen. Rangers are real? That was a joke. To give people hope. My ribs are cracked. Our caravan's been ransacked. Ich hoffe, das hört auf irgendwann. I'm Drive Train. Caravan leader. If you save my people, I'll owe ya. Okay, das war anscheinend erst der erste Streich. Das war's noch nicht. Ah, ja. Oh, Arschkriechen 5. Habt ihr echt nichts, um eure Retter zu bezahlen? Nicht mal vielleicht so eine Powerrüstung, die ihr transportiert? Wink, wink. I suppose we don't need all our traveling stocks. Take it. Stop this from ever happening again. Na gut, wie können wir noch helfen? Find my people. They're wounded. Scared. Sirens was in my car. When those half-metal pieces of shit dragged him out. Now he's gone. Ich versuch gleich das Geräusch abzuschalten nach dem Dialog. There are others left to find. Ich will jetzt nur nicht aus dem Dialog raus, weil ich Angst habe, dass wir dann Dialogoptionen verlieren. Aber sobald der Dialog abgeschlossen ist, werde ich mal speichern und neu laden. Das behebt sowas in der Regel. Was kannst du uns noch über die Angreifer sagen? Den Angriff. Rangers. Routine run. Till we got here. Was riding in the center vehicle with our cargo. Lead vehicle hit a spike trap. Tore up its treads. Almost plowed into them. Driver recovered. A professional. With the young daughter back home. Flaming us came rolling. Out of the alley. Pinned the rear car. Then, gunfire. Wie reden die Figuren so leise? Oder geht das nur mir so? Came at us. Those fuckers must have been watching our routes for a while. Okay, ich verstehe schon. Ich muss jetzt das Geräusch ausmachen. Pass auf dich auf. Nee, okay. Schnell speichern. Schnell laden. Das dürfte normalerweise das Problem beheben. Schätze ich mal. Bei solchen Fehlern, wo sich irgendwelche Audiospuren aufhängen oder sowas, hilft es normalerweise. Ah, diese Ruhe. Ist das nicht herrlich?
Muss ich mal ganz kurz in die Option schauen. Weil ich ganz gerne, wenn möglich, vielleicht... Okay, ich mache jetzt mal alle anderen Lautstärken, die nicht Sprache sind, ein bisschen leiser und dafür das Spiel insgesamt ein bisschen lauter. Weil ich finde, alle reden ein bisschen zu leise im Vergleich zu den Hintergrundgeräuschen. Udala. Na gut, dann schauen wir mal. Mal schauen, ob wir jetzt nochmal mit dir reden können. Jetzt, wo keiner mehr nervt. Und danke schön für die Schneemann-Bit-Bombe. Oder so. Also, was war eure Fracht? I don't know the details. Clients prefer that. But the highest value goods always go in the middle of the convoy. Glad the scar collectors couldn't break into it before you showed up. Wirst du in der Lage sein, die Karawane wieder in Bewegung zu setzen? Gonna need some time for the endorphins to wash out the pain. But yeah, get any survivors into the cab. We'll get back on the road, Arapaho HQ. We'll get someone out here to recover the deceased. Na gut, pass auf dich auf, Antrieb. Dann schauen wir uns jetzt hier in dem Gebiet mal ein bisschen unbefürchtet, ne? Also ich deswegen befürchte ich, weil ich Angst habe, dass wir in den Hinterhalt geraten. Ist Blut. Leute, versammelt euch mal. Wer ist unser Sanitäter? Ganz viele Level-Ups. Oh Gott. Aber wer ist trotzdem unser Sanitäter gleich nochmal? Erste Hilfe. Das dürfte dann der Basti sein, ne? Sonst kann es keiner. Basti, du hast Erste Hilfe-Kit. Heil doch mal ein paar Leute. Ach, es sind alle schon geheilt wieder. Wie ist denn das passiert? Nach dem Kampf automatisch oder wie? Wirklich? Ich dachte, gerade Tierbegleiter werden nach dem Kampf eben nicht geheilt. Aber hey, ich beschwere mich nicht. Super cool. Aber was wir trotzdem machen können, ist die Leute schnell hochleveln, würde ich sagen. So. Achtsamkeit. Eine höhere Trefferchance brauchen wir für die schweren Waffenschuhe. Und hier würde ich sagen, schwere Waffen. Oder Tierflüstern. Nee, machen wir erstmal schwere Waffen. So, Schlösser knacken oder Toaster reparieren. Toaster reparieren. Toaster reparieren hat bei mir immer noch einen höheren Stellenwert. Und mehr Stärke. So. Mehr Koordination. Und mehr Scharfschützengewehr. Dann der Fallen Crusader kriegt mehr verrückter Wissenschaftler. Ja, machen wir das. Und, den letzten Punkt Koordination. Für die maximalen Aktionspunkte. Sehr gut. Und einen Vorteil gibt es für Fallen Crusader. Jetzt müssen wir mal gucken. Sprengstoff, Mechanik, verrückter Wissenschaftler. Was haben wir denn hier für Vorteile? Das ist das, dass die Waffe mehr Schaden macht, aber dafür kann sie mit nur 5% Wahrscheinlichkeit explodieren jederzeit. Das will ich, glaube ich, nicht. Energieschaden verursacht plus 0,5 Bonusschaden für jeden Rüstungspunkt des Ziels. Das klingt unter Umständen sehr gut. Das nehmen wir.
So, das sind die vorgefertigten Charaktere. Die sind mir eher ein bisschen wurscht. Da überlege ich nicht lang. Aber ja, sowas wie hinterhältigen Scheiß können wir auf jeden Fall auch brauchen. Das ist zu teuer. Ja, dann machen wir automatische Waffen. Und das ist, wenn du einen Gegner zweimal hintereinander mit einem Sturmgewehr angreifst, ist der zweite Angriff automatisch ein kritischer Treffer. Das ist gut, das nehmen wir. Dann haben wir noch die Lucia, die ist nicht aufgestiegen. Ha, Lucia. Na dann. Was haben wir denn hier? Schlossknacken 5 haben wir zum Glück. Runter. Hallo? Hier jemand? Geheimer Bunker. Munitionskiste. Piratensender Strike Back. Starker investigativer Journalismus. Von vor dem Krieg, der die Wahrheit über die Monster der Tundra verbreitet. Welcome to the Strike Back Pirate Radio. Striking back at big government with the most dangerous weapon in the arsenal of any resistance, the truth. I'm Brad Conway, and today, we're gonna talk about those strange reports from the Antarctic wastes. What are the creatures that have been sighted by multiple sources off the frozen coasts of Earth's southernmost continent? Some say there are human-machine hybrids stalking the tundra. Are some kind of monstrous government experiments taking place somewhere in those icy seas? And if so, who in our government is responsible? And what is the purpose of these unholy creations? Sollte diese Frau Novembers kommen? Was? Sollte diese Frau Novembers kommen bemerkt haben, ist schwer, es ihrem verzweifelten Gesicht anzusehen. Ich verstehe überhaupt nicht, von was die gerade reden. Sie sitzt in einer alarmierend großen Blutlache. Erste Hilfe 3. Die Wunde der Frau untersuchen. Sie ist übersät mit Prellungen und Wunden. Ihr fehlen Stücke aus ihrer Panzerung und ihren Armen. Die schlimmste Blutung könnte mit einer Nähausrüstung gestoppt werden. So könnte sie den Weg zurück zur Zivilisation überleben. Help. Ja, Basti, wir haben doch eine Nähausrüstung, oder? Beim letzten Kasten. Aber wir haben, glaube ich, auch eine Nähausrüstung. Bleiben Sie ruhig, das kriegen wir hin. Sprengstoff permanent um 1 erhöhen. Wer ist gleich nochmal für Sprengstoff verantwortlich? Ah ja, hier. Fallen Crusader natürlich. Dann lies doch mal das permanent um 1 erhöhen Buch. Wenn, falls ich es jemals wieder finden sollte. Hä? Ist wirklich nicht mehr. Gerade wurde es noch angezeigt im Inventar. Nein, Hilfe, ich komme mit der Steuerung komplett durcheinander. Okay. Bücher, Ausrüstung, Munition. Okay. Nee. Was? Ah doch, hier haben wir es. Sprengstoff plus 1 permanent erhöhen. Lesen. Und wer kann am besten Arsch kriechen im Team? Arschkriechen. Der Marshal Known. Okay, aber haben wir das nicht auch jemanden von unserem Team gelernt? Ah ja, genau. Hier, der Basti ist schon viel besserer Arschkriecher. Dann darf der jetzt auch das Buch noch lesen, um noch besser Arschkriechen zu können. Tada! Sehr schön, sehr schön. Okay. Dann
Was wollte ich eigentlich machen? Ah ja, genau. Ich wollte schauen, ob wir Nähzeug haben. Das war's. Aber ich bin mir fast sicher, hier Nähausrüstung passt. Ausrüsten, denke ich mal, müssen wir das. Und jetzt Fähigkeiten. Gegenstand verwenden. Nähausrüstung. Los geht's. Thank you. Alles nicht so leicht, aber gut, immerhin. Driving hand still works. This is bad. But we'll get out of here. Thanks to the Rangers. Bitte schön. Ein Thema. Ein Behälter. Ein Pappkarton. Und ein altes Taschentuch. Hier können wir graben und finden Urs. Das Vorkriegsbier. Um mehr Nahkampfschaden zu verursachen. Okay, cool. Los knacken! Los geht's! Ich wollte vor sowas immer schnell speichern, lieber. Nicht, dass irgendwann mal die Tür explodiert und alles im Tod und dann haben wir den Salat. Und hier ist gar nichts. Hier sind voll die frischen Bananen und so. Wollen wir die nicht mitnehmen? Anscheinend nicht, aber wir können jetzt hier die Tür im Haus. Und warum sollte man nicht durch die Wohnungstür gehen, die Haustür? Ha. Omega-Krawatte. Eine rote Krawatte mit einer schwarzen Stickerei auf der Rückseite, die sich kein Respekt liest. Reparaturkit. Ein Helm, ein Schrotthelm. Level 2 Helm, benötigt Stärke 3. Trefferchance minus 6, das ist nicht so gut. Dafür harter Hund und voll die gute Panzerung. Da könnte man mal gucken, ob wir die brauchen. Oder ob die irgendwer anziehen will. Ha, verstehe nicht, warum sollte man den Hintereingang nehmen? Naja, egal. Treppe ist verschüttet. Aber schauen wir mal, ob jemand den harter Hundhelm, den Schrotthelm haben will. Theoretisch könnte den Abraxe nehmen. Kann ich irgendwie Gegenstände vergleichen. So. Weniger Panzerung, dafür harter Hund mehr. Naja. Schauen wir mal. Ups, wer den noch nehmen könnte. Idolem würde auch noch gehen. Hey, Deadbird! Danke fürs Followen seit 7 Monaten. Da bist du ja wieder. Ja, Internet war plötzlich weg. Der Router hat sich plötzlich neu gestartet. Keine Ahnung. War zum Glück nicht lange. Nur ein paar Minuten. Vergleichen wir mal. Ah, ich fände, ich mich nicht dauernd verdrücken würde. Aber die Steuerung hier ist auch nicht ohne. Also, hier mit dem haben wir jetzt kritische Chance plus 2. Anders hätten wir eine bessere Panzerung und plus 1 harter Hund. Brauchen wir eigentlich, ehrlich gesagt. Harter Hund würde eigentlich sowieso nur... Ja. Wer ist denn unser harter Hund? Ah ja, hier. Harter Hund wäre, wenn dann, für ihn nützlich. Und ist es aber nicht. Also muss ich jetzt nur mal schauen vom Rüstungswert her. Ob es für irgendwen Sinn macht. Kann den überhaupt irgendwer noch tragen? Ah ja, hier, Marshall No könnte den theoretisch tragen. Ich meine, sein Taucherhelm sieht ziemlich gut aus. Ja, voll Big Daddy-mäßig. Aber schauen wir mal, wie im Vergleich der wäre. Ah ja, okay. Der wäre im Grunde einfach ein bisschen... Na obwohl, der hat doch einen Malus, ne? Aber den hat... Ich weiß, der steht jetzt hier wieder nicht. Naja, damit er mal anders aussieht, kriegt er den Helm. Warum nicht? Aber eigentlich ist es nicht direkt notwendig. Jetzt wäre der Taucherhelm frei geworden, aber den kann, glaube ich, auch niemand nehmen. Und wenn, dann kann er ihn nicht brauchen. Na gut, okay. Auf welcher Plattform hast du am meisten von der finanziellen Unterstützung? Also,
Das hängt teilweise auch davon ab, wie hoch die finanzielle Unterstützung ist. Aber am allermeisten kommt bei mir einfach über eine direkte PayPal-Spende an. Das ist das Allerbeste für mich. Und ansonsten kommt, glaube ich, an zweiter Stelle schon Patreon. Die nehmen sich da, glaube ich, noch den kleinsten Anteil. Die Abos auf Twitch sind natürlich super, aber jetzt rein rechnerisch kommt bei mir da relativ im Verhältnis noch am wenigsten an. Und ich bin mir nicht sicher, wie das auf YouTube ist mit den Kanalmitgliedschaften. Da habe ich mich noch gar nicht informiert, wie viel die eigentlich kosten und wie viel dann bei mir ankommt. Das könnte ich jetzt gerade gar nicht sagen. Hier haben wir uns überall fertig umgesehen eigentlich, oder? Dann schauen wir jetzt mal hier uns noch unten. Da geht es ja auch noch weiter. Im Endeffekt glaube ich, Gegner treffen wir hier wahrscheinlich gar nicht mehr, oder? Hier kann man durchgehen. Aha. Aber Verwundete werden wir hier wahrscheinlich nicht treffen. Wenn ich mich nicht dauernd verlaufen würde, zumindest theoretisch. Ach, hier ist das Gebiet schon zu Ende. Aber hier liegt noch jemand. Rotflinte. Auf den ersten Blick sieht dieser Mann aus wie jede andere Leiche. Aber ein kurzes Zucken deutet darauf hin, dass er noch im Sterben liegt. Sein von Schlägen gezeichnetes Gesicht ist voller Blut. Aus dem Spalt zwischen seinen Lippen kommt nur noch ein schwacher Atemhauch. Erste Hilfe, 3 Wunden des Manns untersuchen. Er zeigt Anzeichen innerer Blutungen. Sein Zustand ist kritisch. Mit einem Verletzungskasten oder einer Notoperation der schlimmsten Wunden sollte die Erstversorgung gewährleistet sein, damit er zu einem Arzt gebracht werden kann. Okay, schauen wir mal. Ein Verletzungskasten haben wir doch bestimmt auch. Dr. Basti wird's schon richten. Was haben wir denn hier? Matchspritze, Verbandskasten, Nitrostachel, Verletzungskasten. Dieses Verletzungskasten, was wir brauchen, ich glaube schon. Ich wüsste gar nicht, wie man eine Notoperation in dem Spiel durchführen könnte. Atme tief durch. Er ist zwar bewusstlos, aber an einem sicheren Ort könnte er wahrscheinlich überleben. Okay. Er ist tot. Dachte ich. Auch. Und dann wird, glaube ich, alle tot. Any news, Rangers? Ja, wir haben 2 Überlebende gefunden. Nicht in Topform, aber am Leben. Only 2? Fuck. We had 10 people. 10! Nee, das neue Pathfinder habe ich nicht auf der Liste. Ich bin zurzeit so überschwemmt mit Spielen, dass ich gar nicht mehr hinterherkomme. Mit Serien auch und so weiter. Deswegen bin ich zurzeit da einfach voll. Sorry. That's 2 more than we would have had without you. 3, I suppose. We'll start patching ourselves and the vehicles. Get rolling to Colorado. We'll make it, thanks to you. I'll let Arapaho HQ know what the Rangers did. Ja, und jetzt kriege ich keine Power-Rüstung. Ich dachte, das war eine unausgesprochene Vereinbarung. Naja, okay. Pass auf dich auf, Antrieb. Ranger HQ,
Come in. Yeah, we have a lot of interested parties asking about the Arapaho caravan. Anything to report? Wir haben die Narbensammler auseinandergerissen, um an ihnen ein Exempel zu statuieren. Nee, ich glaube, das sage ich nicht. Wir haben die Gruppe, die die Karawane in einen Hinterhalt gelockt hat, ausgelöscht und die Fracht gesichert. Ist auf dem Weg nach Colorado Springs. Good to hear, November. Stay safe in the snow. Over and out. Cool. Das hätten wir. Aber ich bin enttäuscht, dass wir keine Power-Rüstung dafür bekommen haben. Naja, vielleicht ein andermal, später im Spiel. Ja, zurzeit, ich finde wirklich, es gibt viele Leute, die beschweren sich drüber, dass dieses Jahr so wenig Spiele kämen. That's it, Rangers. Can't stand no more waiting. We're going in. Enjoy the show. Und es wurden zwar wirklich viele große AAA-Spiele verschoben auf nächstes Jahr oder darüber hinaus, aber grundsätzlich kann, also für mich persönlich ist dieses Jahr so viel dabei, dass ich nicht mit Spielen hinterherkomme. Also ich kann mich absolut nicht beschweren, ganz im Gegenteil. Come on, Dorseys! The deluge of blood begins! Woo-wee! Nein! Nein, jetzt haben die wirklich die Huns umgebracht, nur weil ich da nicht sofort hingefahren bin. Ich hätte es wissen sollen. Natürlich, das ist eins von diesen Spielen. Ich spiele hier nicht irgendwie AAA Fallout 5. Ich spiele hier Wasteland 3. Da passiert sowas. Damn it. Dabei hätte ich den Dorseys so gern heimgezahlt. Schon allein deswegen hätte ich da hinfahren sollen. Nein! Ich fahre jetzt trotzdem zum Hof der Huns. Aber... Oh? Hinterhalt. Der Geruch von heißem Metall und heißerem Öl erfüllt den Kodiak. Aus Angst, er könnte überhitzen, stoppt ihr, um einen Blick darauf zu werfen. Der Geruch ist draußen stärker und wird von klirrenden Schritten begleitet. Roboter. Geringe Fluchtchance. Verrückter Wissenschaftler 2. Den Roboter zuvorkommen, indem ihr ihre Schaltkreise durcheinander bringt. Das machen wir. Ihr schreit aus vollem Hals. Die Doppelpunkt... Spitze, Klammer auf. Task Kill. F im killallhumans.exe/t. Ihr müsst einen Fehler gemacht haben, denn das hält sie nicht auf. Aber sie zögern kurz. Mehr braucht ihr nicht. Das sind gefährliche Roboter. Okay, ich bin gespannt. Drei ziemlich große Spider-Bots. Schauen wir mal. Versuchen wir mal, dass wir die möglichst schnell wegbolzen. Schalte sie sauber aus. Ein verlässlicher Angriff, mehr Trefferchance, bla bla bla. Tiergeflüster können wir hier nicht benutzen. Diesen Roboter. Wenn wir nur Robotergeflüster hätten. Aber ich befürchte, jetzt schieße ich einfach mal. Einfach schießen. Los geht's. Das wird echt besser laufen können. Ich weiß nicht. Gib mir Deckung. So, lassen wir erstmal unser Auto drauf schießen, oder? Ich glaube dann. Sieht das Ganze schon gleich ganz anders aus. Jetzt versuche ich mal, ob alle anderen miteinander schaffen, den einen wenigstens down zu kriegen.
das wäre schon gut. Was haben wir denn nicht? Ja. Ah, der Präzisionsschlag. Dann schießen wir doch mal auf den CPU. Oh yeah. Sehr schön. Gut, weil dann kann unser Auto jetzt gleich nochmal auf den anderen schießen. Dachte ich. Irgendwie nicht. Ach, weil er nicht in Reichweite ist. Ah, schade. Aber wisst ihr was, dann schicke ich unser Auto jetzt in den Overwatch-Modus, damit die anderen wenigstens bewacht werden. Außer Reichweite. Ich schicke ein paar in den Overwatch-Modus einfach. Dann sollen die erstmal herkommen. Die haben alle keine Reichweite. Die haben alle nicht genug Reichweite für meinen Geschmack. Idolem, will ich wirklich in den Nahkampf gehen? Noch nicht, Idolem, noch nicht. Warten wir hier mal eine Runde. Nächste Runde geht's dann los. Die sollen erstmal herkommen. Peekaboo. Das war doch ein ganz guter Hinterhalt. Cyberkuhn darf auch noch angreifen. Ja, easy peasy. Die hauen wir jetzt weg wie noch was. Ja, ich kenne das Problem auch ein bisschen, Deathbird. Ich habe auch leider so viele Spiele nicht wirklich auf dem Schirm oder schieb die irgendwie hinten an und liegt ewig auf meinem Pile of Shame oder habe vielleicht auch noch nie was davon gehört und spiel's dann irgendwie und denk mir, what? Voll awesome, warum habe ich noch nie davon gehört? Dann denke ich mir immer, es gibt so viele Spiele da draußen. Ich meine, wie viele Spiele werden jede Woche auf Steam veröffentlicht? Ich glaube, hunderte. Viel mehr, als ein Mensch in seinem Leben jemals spielen könnte, kommt wahrscheinlich jeden Monat raus. Das meiste davon ist bestimmt irgendwie, ne, ist halt Zeug, das man wahrscheinlich nicht unbedingt gesehen haben muss. Aber ich glaube, darunter gibt es so viele kleine Perlen, die leider einfach immer wieder unterm Radar durchfliegen. Und ich finde es super schade. Aber ich befürchte, man kann nicht alles spielen. Es ist leider so. Und egal, wie sehr man sich informiert und wie viel man auf dem Schirm hat, es wird immer irgendwas unter dem eigenen Wahrnehmungshorizont vorbeifliegen. Auch wenn es schade ist. Aber was soll man machen? Na, Mist, wir müssen nachladen, das ist das Problem. Naja, das war ja gar nicht so wild. Ich habe mir die schlimmer vorgestellt. Das geht ja sogar noch. Ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, sich hier jetzt umzusehen. Dadurch, dass das nur so eine Zufallsbegegnungsmap ist, glaube ich ehrlich gesagt. Ah, da ist schon eine Kiste. Na, dann nehme ich schon zurück. Und wie wir hier Loot finden. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich finden wir hier außer dem Gegner Loot gar nichts. Dann haben wir eine Kiste voller Munition und Heilgegenstände. Na dann, zurück zum Auto. Jetzt haben wir es wirklich. Jetzt haben die wirklich diese ganze Familie umgebracht, nur weil ich zu langsam war. Das finde ich jetzt echt krass. Jetzt bereue ich sehr, dass ich da nicht als erstes hin bin. Aber wahrscheinlich war das so eine Entweder-Oder-Sache. Oder wäre ich erst zum Hof der Huns gefahren,
Oh, ich habe einen Hirsch überfahren. Das wollte ich nicht. Aber was bewegt sich der auch nicht? Wäre ich zum Hof der Huns gefahren, dann wären wahrscheinlich die anderen gestorben. Der ist aber weit weg. Auf der Karte so nah aus. Stay vigilant, citizens. Communists are everywhere. They hate and fear us because we are free. Trust in the Gipper and may the God President bless America. Okay, schauen wir uns mal um auf dem Hof der Huns. Überlebende werden wir hier wahrscheinlich leider nicht mehr finden. Gräbt jetzt hier noch wer oder was ist hier los? Ah ja, okay. Meine Güte. Granate, Dun, Dingsin, Dun, Geld, Schrott, Mod. Nicht schlecht. Ach, automatische Waffen permanent um 1 erhöhen. Die Infanterie. Auch nicht schlecht. Aber wir sind leider echt zu spät. Vor allem sind die Dorseys nicht mal mehr da. Ich habe gehofft, dass die wenigstens noch hier sind, damit wir die wenigstens noch umbringen können. Ich meine, die Huns hätten da auch nichts mehr davon, aber mir wird es besser gehen. Oh, sind das Feinde, diese Wölfe hier? Sehen schon, der sieht böse aus. Andererseits... haben wir einen super Tierflüsterer hier. Der Ödlandwolf. Den zähme ich jetzt. Dieser Charakter hat bereits, stand da. Ich weiß nicht was. Einen Tiergefährten. Heißt das... Aber apropos, wo ist denn eigentlich Major Tomcat? Warum sind nur die zwei Roboterhühner da? Und wie werde ich eins der Roboterhühner los? Damit ich den Wolf zähmen kann. Das wäre jetzt interessant. Das wäre jetzt wirklich interessant, ob ich irgendwie die Hühner quasi entlassen kann. Aus ihrem Dienst. Dann wüsste ich leider nicht wie. Schade, das wäre eigentlich ganz cool jetzt. Ich würde echt gerne den Wolf als Begleiter mitnehmen. Das finde ich gut. Ich muss mal ganz kurz, ich google kurz, ich schau mal kurz. Gib mal kurz im Tablet ein. Jetzt wartet mal. Das wäre doch gelacht. Gucken wir mal. Wasteland 3. Was suche ich jetzt? Miss Animal Companion. So. Oh my god, you can actually dismiss Animal Companions. Talk to the cat. L3 auf der PS4 und dismiss him.
Aha. Aha. Ich kann mit dem Cyborg-Huhn reden. Und es sagt Kruck, Hock, Hock, Hock. Gacka? Wer hustet da? Ihr werdet mit großem Misstrauen beobachtet und darum auf Wiedersehen. Ja, aber wegschicken kann ich's nicht. Oder wie? Major Tomcat schnurrt. Fortschicken. Du verdienst es, hinter dem Hut gekrault zu werden. Das auf jeden Fall. Ah, Mist. Aber was heißt denn fortschicken? Okay, Leute, ich muss jetzt mal speichern. Achtung, jetzt speichern wir mal. Machen wir mal einen richtigen Speicher mal wieder. Und jetzt... Weil die Hühner kann ich nicht wirklich fortschicken. Da hatte ich keine Dialogoption. Jetzt schicke ich mal Major Tomcat fort. Bleibt ihr jetzt einfach hier, für immer. Und jetzt habe ich den Wolf gezähmt. Das ist ziemlich cool. Der Ödlandwolf. Und den kann ich jetzt auch fortschicken. Aber die Hühner, die kann ich nicht fortschicken. Die sind beschäftigt. Den kann ich nicht mal reden. Auf Wiedersehen. Ha! Ja, ich würde den Wolf echt gern mitnehmen, aber ich lasse unmöglich Major Tomcat hier. Ich habe eine Idee vielleicht, eventuell. Jetzt wartet. Was ist denn, wenn ich Lucia hier Flüsterer lerne? So, Tierflüsterer 3. Da gucken wir jetzt aber. Blöderster Wäsche, wenn das funktioniert. Jetzt nimmst du Major Tomcat mit, weil da machen wir uns eine riesen... Da lernt jetzt jeder nur noch Tierbegleiter, wenn das geht. Es geht. Warum begleitest du Team November nicht erneut? Ja, guckt euch das an. Wir sind ein Rudel. Ein riesiges Rudel. Bestehend... aus 6 Menschen, 2 Cyborg-Hühnern, einer Katze und einem Wolf. Oh mein Gott, das ist einfach das beste Spiel aller Zeiten. Er nahm mir alles, also wählte ich das Nichts. Wieder auf dem Grab. Speichern. Ja, wir haben so eine coole Armee. So eine coole Riesenarmee. Da ist noch so ein Wolf. Aber leider können wir nicht noch mehr Begleiter mitnehmen, ne? Naja. Auf jeden Fall glaube ich, wenn jeder Charakter im Team Tierflüsterer hätte... könnte jeder einen Tierbegleiter dabei haben. Ich dachte immer, das zählt fürs ganze Team. Goldgeformtes Toastergehäuse? $1000 wert? Okay, das ist ziemlich gut. Laub und Geld. Wahrscheinlich wären die Wölfe hier wirklich Feinde, wenn wir nicht so ein super Tierflüsterer wären. Kann ich mir vorstellen. Könnte ich mir vorstellen. Aber dank Abraxe, der die Sprache der Tiere gelernt hat, damit er die rote Ziege am jüngsten Tag zur Rede stellen kann, haben wir kein Problem mit den irischen Gegnern.
Ja, ich befürchte, mehr gibt's nicht mehr hier. Die Dorseys haben alle umgebracht. Ja, dafür haben wir jetzt einen Wolf-Begleiter. Ich schätze, das ist auch nicht schlecht. Aber trotzdem krass, dass das Spiel hier so gnadenlos ist. Aber so ist das. Wir haben uns entschieden, den Konvoi zu retten, weil ich gehofft habe, dass wir eine coole Rüstung dafür kriegen. Und jetzt sind hier alle gestorben. Nur wegen meiner Habgier. Hallo, Lukas. Wie geht's? Zur Zeit der Apokalypse waren viele Einheiten der US-Army mit Laser- und Energiewaffen ausgestattet. Cool, cool. So, wo fahren wir denn jetzt hin? Denver. Nee, wir sollen eigentlich hier unten in der Bizarre. Dann fahren wir dahin. Auch wenn es jetzt ein weiterer Weg ist. Aber los geht's. Ja, total. Man merkt in der Wasteland 3 total stark, dass da immer noch quasi ein Fallout-Gründungsmitglied an der Spitze der Entwickler sitzt. Ich meine, wenn man es genau nimmt... Master Criminal of the Wild West had cornered the lovely Winifred in the Stetson City. Hallo all. My name is Flab, and it is my pleasure to bid you welcome to the bazaar. Come in, for the night air is chill. Your wallet heavy, and our goods plentiful. Bring us your... Was? Hören wir das Hörspiel nicht mehr fertig. Aber wenn man es genau nimmt, dann ist eigentlich Fallout eher voll von Wasteland abgekupfert. Weil Wasteland war ja natürlich vorher da. Wobei sich Wasteland seit dem ersten Teil schon auch stark verändert hat. In der Ferne sieht man ein paar Drools. Sieht so aus, als würden sie Dreck essen. Hinterhältiger Scheiß an sie heranschleichen. Geringe Fluchtchance, Angriff. Ja, dann schleichen wir uns heran. Die Jules bemerken euch nicht, als ihr in Position geht. Zeit zuzuschlagen. Ausgezeichnet. Ich habe noch nie gegen Jules gekämpft. Sehen unheimlich aus. Schauen wir mal, wie unheimlich sie wirklich im Kampf sind. Wasteland hat... Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, aber ich glaube, Wasteland hat so ziemlich die gleiche Vorgeschichte wie Fallout. Im Groben. Cool, den ersten haben wir schon besiegt. Gehen wir mal in Deckung, wobei ich immer gar nicht weiß, wie viel das eigentlich gegen Nahkämpfer tatsächlich hilft. Sind die Jules, gelten die als Tiere? Könnt ihr sie beflüstern? Vielleicht, wenn ich näher dran wäre, müssen wir nächste Runde vielleicht mal versuchen. Mit der Abraxe. Das ist egal, dann gehen wir in den Europa-Modus. Passt schon. Den wir eh brauchen. Also spielt Wasteland auch nach einem großen Krieg? Ich glaube schon. Ich bin mir echt gar nicht mehr sicher. Aber ich glaube,
Also es kam auf jeden Fall auch im Wasteland zu einem apokalyptischen Ereignis. Ob das jetzt auch ein Atomkrieg war, da bin ich mir gar nicht sicher. Ich überlege gerade, ich versuche mich gerade daran erinnern. Ich habe den ersten Teil wirklich mal kurz gespielt, keine Ahnung. Aber den zweiten habe ich eigentlich ziemlich ausführlich gespielt. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was da die Vorgeschichte eigentlich ist. Aber es gibt eine. Bin mir fast sicher. Oh, wie wenig Reichweite kann man denn haben? Wirklich. Selbst mit Revolvern sollte man doch ein bisschen Reichweite haben. Ja, mit unserem Fahrzeug müssen wir auch erstmal in Position fahren. Aber dafür, schätze ich mal, können wir einen von denen ziemlich gemütlich wegschießen. Nämlich den, der am nächsten an unserem Team ist. Gut, und Idolen hätten wir natürlich auch noch im Angebot. Aber da alle Nahkämpfer sind, gehe ich jetzt mit Idolen erstmal in Deckung, gebe mir Aktionspunkte fürs nächste Mal auf und dann eine ordentliche Abreibung für die Drools. Oh oh, da hinten ist ein Oberdruel. Verlorene Seele. Er kann Feuer spucken und spuckt auf unser Auto. Was für ein Arsch. Wölfe, Katzen. Oh, alle sind verängstigt. Das ist bestimmt gut. Ich weiß nicht, was das bringt, aber. Das ist bestimmt gut. Muss ich echt aufpassen. Mit Abraxe darf ich nicht in den Haufen schießen, weil sonst bringt der mehr Verbündete um als Feinde. Aber wir können die verlorene Seele schon mal attackieren. Die hält eh viel zu viel aus für meinen Geschmack. So, den verhauen wir. Yes! So, der nächste. Na, war es leider schon wieder. Aber gut. Hey, kann ich eigentlich nur beim Auto Gegner überfahren? Ich habe es noch nie getestet. Das wäre ungefähr so geil und ich glaube, das geht. Ich glaube, ich parke jetzt einfach auf die. Werden die schon sehen, was die davon haben. Holy shit, ist das Fahrzeug mächtig. Gibt's ja gar nicht. Ist das geil. Einfach drauf parken. Ich hoffe, ich habe keinem Verbündeten was getan. Ich glaube nicht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hey, jetzt haut der einfach mein Auto, ne? Warte, der wird gleich von Hund und Wolf und allen gefressen. Oh oh, die verlorene Seele ist wütend. Was macht er? Wo geht er hin? Geht in Deckung. Und bespuckt mein Auto schon wieder. So, Robohuhn, Wolf und anderes Robohuhn haben den einen getötet. Sehr gut. Ich habe ein bisschen Angst um Major Tomcat, wenn ich jetzt schieße. Aber es wird schon gut gehen. Perfekt. Moment, können wir nochmal schießen?
Holy Potato. Ist nur ein Kratzer, den Major Tomcat gerade abgekriegt hat. Kein Problem. Betäubt. Leider hat es nicht ganz gereicht für den Kill, aber er ist so gut wie tot und betäubt. Mal schauen. Wer als erster in Reichweite kommt, kann sich den Kill holen. Also, treffen muss man auch noch. In Reichweite kommen reicht nicht ganz allein. Nein, jetzt musste der nachladen. Ah. Okay, der nächste. Außer Reichweite, oder? Sie kommt auch nicht in Reichweite. Na, dann hilft's nix. Dann müssen die schweren Geschütze aufgefahren werden. Oh mein Gott, ist das großartig. Ein gefrorenes Herz. Das Eis hat dieses Herz perfekt konserviert. Es ist uralt und hat bestimmt seit Jahrhunderten nicht mehr geschlagen. Unerklärlicherweise strahlt es Frost aus. Crazy. Es schreit vielleicht fast nach einem Wasteland-Lore-Video, oder? Dass ich die Hintergründe gar nicht kenne. Da habe ich jetzt Bock, dass ich mir das nachher mal irgendwie erarbeite, alles. Die Hintergründe. Wenn ich das schon mache, kann man auch immer gleich ein gutes Video draus machen, wenn man schon dabei ist. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, kurz vorm Ziel eigentlich. This is DJ RIP bringing you your daily dose of monster movie facts. Did you know that the movie Escape from Psycho Prison was filmed right here in Colorado at the old Supermax Prison? Oh, it's true. Okay, dann gehen wir nach Bizarre. Bin gespannt, was uns hier erwartet. Hallo, Timmes, wie geht's? Ist das irgendwie so eine Art postapokalyptischer Nachtclub oder so? Ein Marktplatz des Teuren, des Gefährlichen und des Verrückten. Das klingt eigentlich ganz cool. Bei jahrzehntealtem Schnee begraben. Na, dann schauen wir mal. Please, I assure you, your bizarre shop. Vor euch steht der Mann mit einem äußerst sauberen, gepflegten Anzug. Er verbeugt sich mit einer großen Geste, als ihr euch nähert, und quatscht sofort charmant drauf los. Salutations and assorted felicitations. Welcome to the bazaar, the marketplace of the unusual. I have not seen you here before. Know this, the bazaar can be found underneath our feet, buried by layers of snow. Access is restricted to the lucky few who possess an entrance pass. Ich befürchte, das haben wir nicht. You can purchase an entrance pass at the door from our esteemed hosts, the Monster Army. Or, if you lack the funds, simply find an established merchant to vouch for you. Warum ist die Frau gegangen? Oh, a misunderstanding, I assure you. There have been some troubles in the bazaar of late. But nothing our esteemed host, the Monster Army, can't resolve. I assure you, inside the bazaar awaits a satisfying and secure shopping experience. Up the ramp, you'll find the door to the bazaar, covered by a vehicle. My name is Ananda Rabindranath, Mannerite missionary, merchant, and your humble servant. I was assigned to answer any questions you may have. Felicitations.
Können wir uns vielleicht nochmal drüber unterhalten, wie ich Zugang zum Bazaar bekomme? It is simple. To get inside, you need an entrance pass. You can purchase one at the door or find an established bazaar merchant to vouch for you. Aha, doch, ich habe gerade ganz kurz in dem Wiki nur überflogen und in Wasteland, im Wasteland-Universum geht im Jahr 1998 die Welt in einem großen Krieg unter, der im März, am 21. März beginnt. Genau, da jetzt fällt es mir nämlich auch wieder ein, auch in Wasteland 3 wird drüber geredet, das ist die Flut des Feuers, wird die hier in der Gegend genannt. Die erste Apokalypse, nicht die letzte, quasi. Und, genau, da ist so ziemlich die ganze Welt untergegangen. Und jetzt, wann spielt Wasteland 3? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich schon so 100 Jahre später, glaube ich. Wasteland... Also, ich sehe hier gerade, Wasteland 2 spielt im Jahr 2102. Also 303 Jahre nach dem Weltuntergang. Wasteland 3 spielt nicht allzu lange nach Wasteland 2 auf jeden Fall. Da liegen nur ein paar Jahre dazwischen. Also vielleicht auch ein paar wenige Jahrzehnte, da bin ich mir nicht sicher. Aber man trifft auf jeden Fall Charaktere aus dem zweiten Teil, insofern kann da nicht so viel Zeit vergangen sein. Na gut. Wer könnte sich für uns verbürgen? Any bazaar merchant. Of course, they are usually found inside the bazaar, not out here. In the encampment behind me, you could find some hopefuls looking to get in. Perhaps if you can aid them, they can aid you. Kannst du dich nicht vielleicht für uns verbürgen? Bitte. Would that I could. But we are limited in how often we can vouch for outsiders. Klingt nach einer Ausrede, ehrlich gesagt. Glaub dir kein Wort. Könnten wir theoretisch das Ticket von jemandem anderem benutzen, wenn wir es finden würden? Zufällig. In theory, yes. But those of us who have a pass tend to safeguard it with our lives. So it is highly unlikely you would get to use another person's pass. I have heard of people giving their entrance passes to family members. Perhaps you have a rich uncle. Occasionally people disappear in the nearby ruins, and strangers acquire their pass. I'm sure I don't need to say this behavior is most untrustworthy and impolite. Na gut, sprechen wir doch mal über was anderes. An Ananda Rabindranath. I can only hope I will have the answers you seek. Wir suchen Leute, die Flüchtlinge nach Colorado Springs geschmuggelt haben. Weißt du, wo die sind? It is common wisdom to keep one's mouth shut when one lacks courteous things to say. Truly, I find the very idea of smuggling people revolting. With that said... If I were a less discreet person, I'd suggest that you drive out to the old parking garage down the road to the north. Who knows? You may find your answers there. Alte Parking Garage, Parkhaus Norden. Okay, okay. Das ist ein ziemlich beeindruckender Anzug. Ah, I thank you. It is a pleasure to meet people of taste, a true rarity in these uncivilized lands. I endeavored to provide the teachings of Mr. Manners to those inside the bazaar. Alas, they seem to prefer that I spread the good word out here instead. A folly, I think. But who am I to question our gracious hosts? Oh, Arschkriechen 6, das ist schon ziemlich cool, ziemlich hoch. Wir finden in der unbewohnten Gegend leider keine Anzüge. Könnt ihr uns vielleicht helfen? Ah, such a polite sentiment. Thankfully, Mr. Manners teaches us to always have a spare suit. I could not leave a fellow civilized soul in dire need. Here, take my spare. I shall fashion myself another.
Aha. Ein Ersatzanzug, den er immer in der Hosentasche von seinem Hauptanzug hat. Sehr gut. Wir könnten einen Schneider in unserem Hauptquartier brauchen. Können wir dich vielleicht überzeugen, dich uns anzuschließen? You do seem like people of refined taste, without a doubt. But a man of class does not abandon his employer at an inopportune moment. I don't wish to speak out of turn, but this is a dangerous time for the bazaar. Friends, go inside. Speak to Mr. Jacob Martin, or as others call him, Flab. When the bazaar is safe again, my conscience will be clear, and I will be most pleased to join you. Ich habe noch andere Fragen. Then I will endeavor to supply more answers. Du hast gesagt, du bist ein Manarit. Sind die meisten Manariten nicht im Westen angesiedelt? Ah, true cosmopolites, I see. Indeed, a Manarite is one of the rare few fortunate enough to operate under the auspice of Mr. Manners, proponent of good behavior in these ugly times. Most of us reside in Angel Oracle, but I chose to travel and spread the word. We Manorites believe that poise is only second to godliness. To live is to comport oneself with exquisite grace. If you're curious, I'd be more than happy to supply a copy of our holiest scripture, the Book of Nauseatingly Correct Manners. Ich muss mal kurz die Katzen reinholen. Das ist schon. Bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Katzen sind drin. Versorgt. Also. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich so ein Buch will, aber vielleicht bringt mir das irgendeinen permanenten Arschkriegbonus oder sowas. Also, könnte ich ein Exemplar von diesem Buch bekommen, das du erwähnt hast? May it help you as much as it did me. And find your path to a life of civility. Das Buch der widerlich korrekten Manieren. Na dann. Kannst du mir was über das Gebiet hier erzählen? Hmm, of course. Our immediate environs are a safe area, protected by the monster army. Wander outside these confines, and safety is not guaranteed. I can't tell you more, as I've never ventured out there myself. Und was ist die Monsterarmee? They are the organization in charge of the bazaar. I've heard tales that once they were truly a monstrous gang, spreading fear all throughout Colorado. I'm happy to tell you that their current incarnation is much more sophisticated and civilized, though they have a ways to go. They are led by Mr. Jacob Martin, colloquially known as Flab the Inhaler, a man who has truly embraced his position and leads this place with panache. I do wish he had a better tailor, though. You can find him inside the bazaar proper, as he rarely ventures outside. Ich komme später wieder. Find me in the camp, if you have need of me again. Jetzt schauen wir mal, was er uns alles gegeben hat. Das Buch der widerlich korrekten Manieren. Ein Buch, das dir Ananda Rabindranath gegeben hat. Dient als Grundlage für die Lebensart der Manirianer. Dann haben wir das Eis aus Herz. Aber hat er uns nicht auch einen Anzug gegeben? Ich dachte schon. Müssten wir... Der ist hier nicht. Hat uns doch irgendwie gemeint, hat es auf einen schicken Anzug gegeben. Keine Ahnung.
Welcome to the bazaar, little lambs. Behave yourselves. Speicher ich mal, weil ich glaube, ich darf da eigentlich gar nicht reingehen, oder? Looking for an entrance pass? Use the intercom to talk to the door guard. Otherwise, a lamb stands at the door. What sacrifice do they bring to the door of monsters? Wir wollen in den Bazaar. The lamb speak. You know what? You asked me a straight question. Let's forget about the lamb nonsense. The bazaar lies beneath your feet, covered by decades of snow. The only way in is through the gate beneath this RV. The only people who can open this gate, we, the Monster Army. If you want to get in here, you need to do one of two things. Buy an entrance pass, or get an established bazaar merchant to vouch for you. Sometimes we let Colorado's most famous in, but it's been years since such an exception was made. Nee, das ist scheinbar normal, die Kälte hier. Das ist im Grunde so, dass Wasteland 1 und 2 eher im ich weiß es gar nicht genau, ehrlich gesagt, aber das spielt eher, glaube ich, im Süden der USA. Und da ist alles Steppe und Wüste. Im Grunde, wie man das aus Fallout kennt. Wie aus den allen Fallout-Teilen außer 76. Alles quasi nur noch tote Wüsten. Und da haben die Ranger auch ihr Hauptquartier. Es ist quasi so ein Überbleibsel von so einer alten Behörde im Grunde. So die Desert Ranger, ähnlich wie in Fallout New Vegas. Und die haben in der Postapokalypse so ein bisschen quasi so Recht und Ordnung übernommen. Die Aufgabe der Polizei und wachen da über alles. Und jetzt sind die eben nach Colorado gereist und da herrscht quasi schon immer Winter. Das ist quasi so ein bisschen Szenariowechsel. Man kommt quasi aus der Wüste, aus dem zweiten Teil, wo die Ranger auch herkommen, jetzt eben in die Eiswüste. Ah. Weißt du denn nicht, wer wir sind? Wir sind die Ranger. Aber hier in Colorado haben wir als Ranger eigentlich gar keine Autorität. Aber der örtliche Diktator, der Patriarch, hat uns quasi angefordert für, also im Austausch gegen Waren hat der unsere Hilfe angefordert. Und deswegen sind wir jetzt quasi im Auftrag von dem unterwegs. Aber quasi nur als kleine Gruppe. Nicht als diese große Militärmacht, die wir in unserer Heimat eigentlich. That's nice. Doesn't mean shit to me, but I'm happy for you. Wie teuer ist denn so eine Eintrittskarte? More than it should, honestly. But that's what happens when one party has a monopoly on supply. Sorry. Anyway. $500. Wie viel haben wir denn? Jetzt würde ich gern wissen, wie viel Dollar wir haben. Ich würde ungern jetzt unser ganzes Geld rausschmeißen. Sag mal auf Wiedersehen und guck mal kurz. Ah, wir haben 1500 insgesamt nur. Boah, dann ist aber 500 nicht wenig. Dann ist aber 500 echt nicht wenig. Leveln wir mal die Figuren hoch. Währenddessen überlege ich, ob wir das machen oder nicht. Bugger keeps jamming. Überhitzt das Fahrzeug eines Gegners mit dem Flammenwerfer. Verursacht die nächsten zwei Runden lang 40% der Fahrzeugkonstitution in Feuerschaden, macht das Fahrzeug handlungsunfähig. Wir haben zwar bis jetzt noch nicht gegen Fahrzeug kämpfen müssen, aber wenn ich sehe, wie unglaublich mächtig unser eigenes Fahrzeug ist, bin ich, glaube ich, froh, wenn ich mit einem Flammenwerfer feindliche Fahrzeuge außer Gefecht setzen kann. Das nehmen wir. Can't wait until lunchtime, so I can grab some pork buns.
So, Basti, schauen wir mal, was wir lernen könnten. Du hältst 10% Trefferchance mit Scharfschützengewehren, wenn du dich eine Runde lang nicht bewegst. Ja, das klingt sinnvoll. Dann tendiere ich jetzt auch zu mehr Scharfschützengewehr-Power und mehr Koordination. Die Lucia ist auch noch aufgestiegen. Auch noch Koordination. Und irische Verbündete erhalten erhöhte Konstitution und Schaden. Okay, geben wir die $500 aus, oder? Oder vielleicht auch nicht. Nein, irgendwann bin ich froh, dass wir es nicht gemacht haben. Wir gehen jetzt woanders hin. Wo war das? Im Norden. Im Norden im Parkhaus. Ein Parkhaus im Norden. Ach so, aber meinte der auf der Karte, wo wir gerade waren im Norden, oder auf der Weltkarte im Norden? Das weiß ich jetzt. Hier wird uns jetzt im Norden nichts angezeigt. War ich einfach. Ich glaube, von da kommen wir so ziemlich, oder? Nee. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich schon auf der Karte. Aber er meinte doch auch irgendwas von irgendwelchen Höhlen oder so. Wo manchmal Leute mit Passierschein sterben. Dann. Ach, was weiß ich. Ich fahre hier einfach mal ein bisschen. Decken wir mal ein bisschen die Karte auf. Das schadet ja auch nicht. Solange es nicht zu radioaktiv wird, können wir einfach mal ein bisschen die Gegend erkunden. Nein, ich glaube, hier wird schon radioaktiv. Auf X kann ich die Karte auch öffnen. Das ist gut. Das geht. Was kann ich funken eigentlich? Hauptquartier anrufen, Hilfe erbeten. Ich mach das mal. Toes on the way. Wer ist unterwegs? Ach so, ich teleportiere mich, glaube ich, gerade zurück zur Basis. Na, das wollte ich eigentlich nicht. Hilfe erbitten heißt quasi, dass die mich nach Hause abschleppen. Kann man wahrscheinlich machen, wenn man irgendwo stecken bleibt. War eigentlich nicht meine Absicht. Ist aber zum Glück eh nicht weit. Bin ich gleich wieder. Okay, irgendwelche besoffenen Teenager haben gerade irgendeinen Killer-Roboter aus irgendeinem alten Bunker befreit. Juhu. Hey Cypress Hill, willkommen zurück. Dann gehen wir nochmal nach der Bizarre. Müssen wir uns vielleicht nochmal ein bisschen genauer umschauen hier. Vielleicht gibt es noch andere Wege und nicht nur durchs Haupttor. Wäre mir lieber, wenn wir das Ticket nicht kaufen. Könnten es uns leisten, aber wetten,
wetten, wenn ich jetzt die $500 ausgebe, dann sind das genau die $500, die mir dann da drin fielen für irgendwas unglaublich Cooles. Schauen wir uns erstmal ein bisschen. Oh, ein Hase. Könnte ich tatsächlich, ich könnte den Hasen auch zähmen und mitnehmen als Begleiter. Ich frage mich, wie gut so ein Hase kämpfen kann. Wahrscheinlich sehr gut. Señor Bubbles! Where you at, Bayaso? The pigs are getting hungry! Went up top for a Mist, ich wollte einfach, ich hab vergessen, keine Ahnung. Was sind das? Roboter? Ja. Die kleinen Quabbel-Roboter. Dann fangen wir mal an. Oh shit, jetzt habe ich meinen ersten Zug quasi fast komplett verloren. Das ist natürlich gemein. Das finde ich nicht. Ich mich verdrückt habe. Ärgerlich. Patch me up. Ein bisschen mehr als ärgerlich. Das ist ein Grund zum Neuladen. Weiß ich nicht, mein letzter Schnellspeicher ist viel zu lange her, ne? Ich hätte ein Autosave laden müssen. Muss ich, glaube ich, gleich noch. Weiß nicht, ob Schnellladen auch meine Autosaves berücksichtigt. Oder nur meine Schnellspeicher. Really need to ask Piscatelli to look at me. Ach, ich glaube, das dürfte schon passen. Das machen wir nochmal und diesmal besser. Der hat gerade mit einer Explosion das halbe Team ausgelöscht. Machen wir nochmal. Diesmal eröffnen wir den Kampf. Lassen nicht die Spinnenbots Kampf eröffnen. Komm schon. Ich hätte gehofft, es reicht. Gudala, eine weniger. Gut. Da hinten ist auch noch eine. Moment, aber die sind noch gar nicht im Kampf verwickelt, oder? Okay. Idolem wartet, glaube ich, wieder eine Runde erstmal jetzt. Sehr gut funktioniert. Und die satirischen Begleiter dran. Beißen die Drohne und kicken die Drohne kaputt. Und wir haben gewonnen. Looten! Ich muss jetzt schnell, ein bisschen schnell looten, weil da drüben vielleicht die nächste Spinne. Naja, daneben geschossen, aber ist nicht schlimm. Hauptsache, wir eröffnen wieder den Kampf. Das ist die Hauptsache. Keine so gute Trefferwahrscheinlichkeit. Das war ein guter Treffer. Das war dafür kein Treffer. Ja, das lohnt sich schon. Guck, das ist diese Mikrowellenverbesserung. Oh, mach's gut, vollen Crusader. Ciao. Das ist diese Mikrowellenverbesserung, die ich hier hochgelevelt habe, damit Energiewaffen Robotern noch viel mehr Schaden verursachen. Das hat sich eher gelohnt. Der haut jetzt richtig rein gegen Roboter.
ausgezeichnet, weil der nächste Roboter kommt gleich. Ein paar Leute gehen hier noch in Overwatch. Idolem in Overwatch schicken ist gar keine so blöde Idee, weil er dadurch den Weg für viele Gegner blockiert kann. Das ist cool. Ist es wieder passiert. Dann betäubt er die Gegner nämlich manchmal. In dem Fall jetzt leider gerade nicht, aber ist eben schon vorgekommen. Okay, cool. Ich speichere mal schnell, weil das wird ziemlich. Fernglas. Okay. Braucht Geld eine Casio-Uhr. Hätte gern so eine Eintrittskarte. Das wäre gut. Jetzt. Aber das hier ist laut Karte tatsächlich ein Eingang. Man kann damit irgendwie nicht interagieren. Schade. Meeresfrucht-Mori. Wir haben gerade eine creepy Puppe gefunden. Das habe ich gerade total überflogen, aber die bringt uns ja auch einen permanenten Bogen. Was ist los? Internet schon wieder weg? Bin ich noch online? Hört ihr mich noch? Wenn Sie dieses Produkt online gekauft haben, melden Sie sich an. Ich bin, dachte ich, angemeldet. Oh, hallo übrigens, Fuchswolken. Der Stream geht noch. Aha. Komisch. Dann. Spiel doch gar nicht mehr. Dann bin ich verwirrt. Versuch mal ganz kurz ein anderes Game Pass Spiel zu starten. Das geht auch nicht. Box noch online? Daran vielleicht? Start mal die Xbox. Sehr seltsam. Auf einmal haut mich raus. Heute geht aber auch alles schief, ne? Game Pass abgelaufen. Nee, das glaube ich nicht. Den habe ich erstens quasi automatisch abonniert. Auf monatlicher Basis. Ja, und zweitens gibt's nicht. Aber der wird mir jeden Monat einfach abgebucht. Das wäre komisch, wenn der um 9 Uhr 8 Uhr. Ich weiß ja nicht, wie genau das berechnet wird von einem Monat zum nächsten, aber ich würde meinen, dass es zumindest zu einer vollen Stunde, wenn nicht um Mitternacht. Würde ich meinen. Gucken wir mal, ob der Neustart geholfen hat. Zum Glück habe ich nach dem Kampf nochmal gespeichert. Das wäre ärgerlich. Oh, jetzt scheint es zu gehen. Ja, komisch. Also, weil vorher haben wir noch drüber geredet, dass jetzt ein Fallout New Vegas 2 realistisch wäre. Und das wäre es auch. Und das wäre auch cool. Aber ehrlich gesagt wäre ich persönlich viel gehypter, wenn in Exile hier ein Fallout Tactics 2 machen würde. Das wäre richtig cool. Quasi wie Wasteland 3 im Grunde, nur eben im Fallout-Universum.
Das wäre das Spiel, auf das ich mich eher freuen würde. So ein richtiges, klassisches, rundenbasierendes RPG im Fallout-Universum wäre schon mal wieder schön. Da wäre ich dabei. Gerade jetzt, wo, ne, gerade jetzt, wo so viel rundenbasierende Spiele auch wirklich rauskommen. Ich bin schon total gespannt auf das Marvel-Universum-Spiel von FireEx. Die XCOM-Macher machen ja jetzt ein Marvel-Lizenzspiel, wo man quasi ganz viel Marvel-Helden hat aus dem X-Men-Universum und aus dem Avengers-Universum und Spider-Man und so weiter. Ich glaube zumindest Spider-Man auch. Bin mir gar nicht sicher. Und anscheinend schickt man dann immer Dreier-Teams von diesen Helden in irgendwelche Einsätze. Dann muss man eben in rundenbasierenden Kämpfen sich durch irgendwelche Kämpfe kämpfen. Heads up, Pendejos. Just got word there's another caravan from Steeltown coming in next week. That's the second one this month. Sure it's das klingt cool. Inchi Tarado, our boy sees all and knows all. Says the caravan's coming, so be ready. Klar, die Metro-Spiele, abgesehen von dem neuesten jetzt, habe ich die Metro-Spiele auch gespielt. Fand die vom Konzept her sehr, sehr cool, aber die haben mir nicht so richtig Spaß gemacht. Das ist einfach mein Problem, dass ich keine First-Person-Shooter mag. So First-Person ist für mich sowieso schwierig. First-Person-Shooter, die dann wirklich auch sehr viel Wert aufs Shooten liegen, legen, mit denen werde ich einfach nicht warm. Es gibt ganz wenige. Perfect Dark, Half-Life und das erste Far Cry. Die mag ich irgendwie echt gerne. Ein paar Ausnahmen gibt es, aber die meisten richtigen First-Person-Shooter, also nicht wie jetzt Fallout 4, was eher so ein RPG ist und was den Wets-Modus hat, und auch nicht Resident Evil 8 oder so oder 7, das auch vom Gameplay her einfach ein bisschen langsamer ist. Und so richtige Shooter mag ich einfach. Da, die gruseligen Puppen. Da haben wir sie. Die menschenfressende Mori. Zu viel Söhne. Was? Doch. Zu viel Söhne, das Paar gebar, da fraß sie Mori mit Haut und Haar. Konstitution plus 5. Permanenter Boden. Das ist doch nett. Das sind quasi die Wackelkopfpuppen hier in Wasteland 3. Die gruseligen Puppen. Da haben wir schon die kluge Karen. Den Mensch, die menschenfressende Mori und die radikale Rachel. Cool, cool. Ich noch mal da lang, bevor wir drücken. Oh, ich höre schon wieder Krabbelbots. Kann das sein? Oder sind das unsere Robohühner? Ich glaube, unsere Robohühner hören sich auch so. Kommen wir doch mal in den Truck. Ein Verbandskasten. Na, warum nicht? Ja. Hase. Ich glaube, das Tier geht echt irgendwie weiter. Might be somebody in that greenhouse. Oh, Monster. Monstergegner. Kann ich den nur den Computer machen? Erdkram. Auf dem Computerbildschirm steht Gewächshaus Pestizidkontrolle Status bereit. Soll Pestizidgas in das Gewächshaus einströmen? Ja, und zwar schnell, die Gegner kommen. Oh oh. Choo choo! Here comes the pain train! Damn it. Jetzt haben die uns erwischt, leider. Das ist jetzt schlecht. Jetzt verlieren wir wieder die erste Runde. Dafür sind da drin jetzt echt einige vergiftet. Aber verdammt sind das viele Gegner jetzt hier. Naja, dann schauen wir mal. Machen wir das Beste draus. Zurückziehen. Autsch, die machen echt Schaden. Ui, 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 ui. Okay, okay. Das sind viele.
aber unser Wolf heult und alle kriegen Angst. So, jetzt die Zeit für die Rache kommt. Okay, cool. Immerhin einer weniger. Moment mal, wo, wer, was? Ach so. Gut. Halt leider hauptsächlich gegen Maschinenschaden jetzt hier der von Crusader, okay. Ah, warte mal. Er kann sogar Roboter hacken, sehe ich gerade. Ist zwar in dem Kampf jetzt nicht nützlich, aber grundsätzlich super. Das nächste Mal werde ich ihn hacken. Nein, jetzt nicht daneben schießen, das ist wichtig. Da wäre jetzt jeder Treffer auch wichtig gewesen. Dammit. Da hoffentlich überleben wir die Runde. Gott, Mann, das ist echt nicht gut. Gestorben oder verwundet? Ich sehe auf dem Spielfeld, sehe ich nichts mehr. Ah ja, hier. Die Lucia wurde verwundet. Okay, das ist nicht so gut. Dann müssen wir jetzt ganz schnell alle umbringen. Hilft nichts. Das geht. Alle töten. Attacke. Cyberpoon getroffen. Oh Gott. Das ist nicht gut. Okay. Einer weniger. Hingehen einfach nur. Nicht gut. Nein, unser Sanitäter ist tot. Ja.
Das müssen wir neu laden. Das hilft nicht. Das ging voll nach hinten los. Was sagst du zu der Deus Ex-Reihe, falls du die kennst? Ich fand den ersten damals voll irre. Total cool. Und der neueste jetzt, der Human Revolution. Ist der Human Revolution der neueste? Bin ich mir sicher. Aber der hat mich leider nicht mehr ganz so abgeholt. Fand ich schon noch ganz nett, aber ziemlich so überwältigend. Da war wahrscheinlich einfach auch die Nostalgie, was den ersten angeht, noch groß. Oh, da geht's auch rein. Okay, ich habe beim letzten Mal voll einen Weg übersehen, den man auch noch gehen kann. Ich muss mir nochmal schnell den Truck lesen. Oh, wow. Der Truck hatte diesmal sogar noch besseres Loot als beim letzten Mal. Oh, so viele Wege hier. Ich speichere jetzt noch. Jetzt gehe ich mal schnell hier rein. Hey, not bad, Pendejo. Not bad. Ballon. Das sind Gegner. Ja, there, see how easy that is? Oh, One-Hit-Kill. Nicht schlecht. Basti, der Sniper, hat gleich mal einen ausgeschaltet. Sehr schön. Finde ich ja alle irgendwie so ein bisschen als Clowns verkleidet. Bin ich hier in Jokers Hideout gestolpert, anscheinend. Na dann, fangen wir an. Sehr schön. Ich habe zwar den vorderen fast nicht getroffen, aber dafür den hinteren. Ziemlich gut. Nicht ganz, was ich wollte, aber solange das Ergebnis stimmt, beschwere ich mich nicht. Yes, betäubt. Sehr schön. Leider nicht besonders viel Deckung, ne? Obwohl, kriegen wir schon hin. So. Wen hätten wir denn angehört? Wenn wir nicht zufällig. Hä? Mit dir nicht, wenn ich auf den schieße. Doch, aber macht halt einfach Menschen, organischen, macht er einfach nicht so viel Schaden. Auch damit nicht, leider. Naja, dann schieß mal auf den Geschützturm. Der dürfte wenigstens ordentlich Bonusschaden kriegen, wenn er trifft. Sieht zwar jetzt nach wenig aus, aber. Genau. Dann gibt es immer noch mal den extra Bonus-Schaden. Gut, gut. Fuck. Wow, das war übel. Das war gerade übel. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, dass sich Major Tomcat da hinten ganz allein mit dem Flammenwerferkerl anlegt. I don't like it. Doch, Basti. Jetzt wäre es gut, wenn du es hier mal wiederbeleben könntest. Ich
und gucken, das machen wir. Dann vielleicht nochmal in Deckung gehen. Das war's dann wahrscheinlich leider eh schon. Die Runde. Wahrscheinlichkeit ist halt echt nicht mehr. Mit dem Rauch hier so. Ja, eigentlich ganz okay. Kann man nichts sagen. Ja, das war doch eine gute Runde. Jetzt kann ich nochmal. Theoretisch, ich würde am liebsten vielleicht den Flammenwerfer hauen, weil ich hoffe, dass ich ihn betäuben kann. Nicht betäubt, nicht gut. Mache ich mit der Druckwelle auch meinen Freunden Schaden? Ich befürchte schon, ja, aber ich habe zumindest den Flammenwerferkerl eingefroren und betäubt. Das ist nett. Ich trau mich nicht. Machen wir erstmal die nicht so gefährlichen Angriffe für Teammitglieder. Nicht genug AP, wirklich? Das wundert mich. Der geht auch nicht. Hab ich nicht einen Angriff mit weniger zu nehmen? Naja, egal. Dann gehen wir noch mal kurz zur Deckung hier. Trefferchance, das ist quasi gar nichts. 35. Ah, okay, hat gereicht. Passt. Komm schon. Ja, nochmal. Yes. Sehr gut. Das war gut. Das war gut, dass der tot. Der 5%ige Trefferschuss ist nicht besonders gut. Und bei was? 42? 42 würde ich nehmen. Nee. Bei 2, 3. Wie jetzt? Ach so, wenn ich mich bewegen würde. Ja, warte, dann gehen wir einfach in Overwatch. Da. Suck on this. Perfekt. Perfekt gelaufen. Wir kriegen ein bisschen Munition. Eine durchstochene Clownsnase. Warum nicht? Selbst wenn sie nicht kaputt wäre, bist du dir ziemlich sicher, dass du sie nicht aufsetzen. Ein Med-Pfeil. Ach, das sind quasi Fernwurf-Heilsticks. Verstehe. Wäre eigentlich ganz cool.
Ein aufgerissener Clownschuh. Das waren wirklich alles Clowns hier quasi. Interessant, interessant. In dem Zustand quietscht beim Gehen nichts mehr. Dann haben wir noch eine Clownsnase. Ein kurzgeschlossener Kontrollchip. Clownsnase-Munition. Verdrehte Clowns-Perücke. Du könntest sie anprobieren, aber sie wieder abzunehmen könnte haarig werden. Haha. Cool. Eine Uzi. Level 9 Maschinenpistole. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ein Payaso-Brief, ein Wissensbuch. Dieses Dokument hat einen militärisch wirkenden Briefkopf, aber es ist voll mit uneinheitlichem Gekritzel und jemand hat das Symbol eines Clowns aufgestempelt. Billys Känguru-Fakten. Herstellungskomponente. Was? Für was ist das für denn der Herstellungskomponente? Wusstet ihr, dass ein weibliches Känguru 3 Vaginas hat? Wusstet ihr, dass ein weibliches Känguru Doe genannt wird? Wusstet ihr, dass ein kleines Känguru Choi genannt wird? Nein. Es ist wirklich ein Rezept. Irgendwie hat dieses Känguru-Buch... Mich würde jetzt echt interessieren, welches Rezept man durch dieses Känguru-Buch freischaltet oder für welches Crafting das benutzt. Steuerflucht für Deppen. Die besten 10 Geheimnisse, die da oben geheim halten wollen. Der Steuerberater wird diesen einfachen Trick hassen. Machen wir mal noch den Generator aus, weil ich glaube, das bringt ein paar Erfahrungspunkte. Ja, ja, perfekt. Noch was? Ich glaube nicht. Ich kann mir an. Ich hier mal weiter. Das nimmt ja überhaupt kein Ende. Wo laufen wir denn jetzt schon wieder hin? Oh, das sind Minen. Oh, Gott sei Dank bin ich rechtzeitig stehen geblieben. Aber die könnten wir, wenn wir ein bisschen vorsichtig sind. Might be clowns in there. Alle entschärfen. Dann ein paar Erfahrungspunkte. Ein Gummientchen. Missionskritisch, das ist ein Missionsgegenstand. Deine gelbe Ente quietscht, wenn sie zusammengedrückt wird. Bin gespannt, für welche Mission man die Quietscherenten braucht. Oh, da ist jemand. Der Feind. Das wirkt irgendwie nicht so. Kanone ist natürlich eine Möglichkeit, Zähne zu extrahieren. Aha. Ich glaube, die sind nicht böse. Dr. Smiles. Hola, Mamon. Bienvenidos to Dr. Smiles' orthodontic practice. Think of me as your friendly dental dilettante, a cultivator of cuspids. Do you have an appointment for full teeth extraction service? Ah, wir können, weil wir verrückte Wissenschaftler 1 haben, die Antwortoption wählen. Dann müssen wir das natürlich machen. Nur die Spitzen? Was ist mit den anderen Zähnen? Ah, delightful, a fellow connoisseur. Don't fret, cuspids are my favorite, but I'll gladly take all your teeth. Now, you have an appointment, yes? Nein, nehmt ihr spontane Patienten an? Yes, of course. I was in the middle of some work on the previous corpse, but that can wait. Sorry, Psycho. Nobody messes with my pearly whites. They're my best feature. It's not every day we get visitors with teeth like yours. They'll fetch quite the price once I rip them out of your mouth. Okay. Doch kämpfen.
gonna give you the runner's game? You should be, pendejo! Das dürfen die auch noch aufhören. Das ist echt gemein, oder? Das ist mein erstes Teammitglied schon am Boden, bevor ich irgendwas machen konnte. Das ist wirklich gemein. So was nervt mich. Die wurden mir nicht als Gegner angezeigt, sonst hätte ich gleich einen Überraschungsangriff gemacht. Verdammt nochmal. Time for talking's over. Ach was? Findest du, dass die Zeit für Reden vorbei ist? Meinst du echt? Ah, oh, die Trefferwahrscheinlichkeiten aus der Hölle hier, weil alles neblig ist und raucht. Nein, ich mag das nicht. Ich lade mich. Ich finde das gemein, dass die einen in einem Dialog zwingen und dann geht direkt ein Kampf los, wo der Gegner die erste Runde hat. Ich finde das gemein. Aber jetzt weiß ich ja, dass die Bösen sind, kann sie jetzt verhauen. Bevor sie wissen, was überhaupt mit ihm passiert. Nur aufpassen, dass ich die Minen noch mal schärfe hier und das Pitcher-Eckchen. Careful. Might be clowns in there. Okay. Speichern. Ich kann die gar nicht angreifen. Das ist aber wirklich gemein. Das Einzige, was ich vielleicht machen kann, ist, dass ich die meisten hier hinten stehen lasse, alleine reingehe. Einer Figur. Die irischen Begleiter kommen leider mit. Hola, Mamon! Oh, delightful. Wenn ich vielleicht selber auf angreifen gehe? Ah ja, wenn ich auf angreifen gehe, dann dürfen wir angreifen. Okay, das ist gut zu wissen. Die Mechanik war mir nicht bekannt. Aber das macht Sinn und hilft. Schon mal eine gute Eröffnung. Bei eingefroren, glaube ich, oder einer zumindest. Ach, einer tot, einer eingefroren, einer ziemlich verwundet. Das hat Abraxas schon mal gut. Die Idolin überrascht jetzt den da. Überraschung. Ich dachte ehrlich gesagt eher, dass wir das Idolim hier durchlaufen kann, aber das geht gar nicht so gut. Ob wir das hinkriegen, dass der noch erschossen wird da drin? Nein, come on, 87%iger Erfolgschance. 87, was will man denn noch mehr? Vielleicht 100, aber mein Gott. Na, Alter, das wäre gut. Na gut, da haben wir jetzt, glaube ich, erstmal eine ganz andere Ausgangssituation. Ach guck, der hat gerade so einen Map-Pfeil benutzt. Wie funktionieren die also? Schon gut. Müssen wir unseren Basti geben. Okay.
Okay. Schauen wir mal. Na, niemand in Reichweite. Schlag. Erfahr. Okay, also angeblich sieht er jemanden hier durch. Und ich meine, er ist unser Scharfschütze, ne? Wow, das war schon ein Meisterschuss. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Sehr gut. Das waren ungefähr die miesesten Treffer, die ich jemals gesehen habe, leider. Naja, okay. Ah, was machen wir jetzt mit ihm? Ja. Naja, von mir aus. Dann kann er wenigstens noch ein... Nee, dann kann er overwatchen. Wahrscheinlichkeiten sind alle. Na, eigentlich wird die gut. Eigentlich wird die gut. Aber beim letzten Mal wahrscheinlich einfach perfekt. Nicht ganz gereicht, aber. Betäubt. Getötet. Sehr gut. Naja, hätte ja sein können. Im Versuch was wert. Ah, keine Munition. Ach, dammit. Aber ich kann trotzdem noch einmal schießen, oder? Reicht aber wahrscheinlich trotzdem. Ja, und geht sowieso daneben. Ah. Okay, cool. Zumindest haben wir den Doktor jetzt mal erledigt. Auch schon nicht schlecht. Stört es, dass der Flammenwerfer da hinten immer noch lebt, aber ich kann irgendwie auch nichts dagegen machen. Kann ich. Sehr gut. Befürchte nur, dass der Doppel überlebt. Mein Gott, die Lucia wird aber oft erschossen. Befürchte nämlich jetzt, dass die an den Verbrennungen sterben. Oh ja, es ist schon passiert. Das ist schade. Vielleicht sollten wir was dagegen machen. Oh oh, wartet mal, nicht looten, da draußen sind Monster. Jetzt mal kurz, meine Güte, schnell, schnell, schnell speichern. Wenn da draußen schon wieder die nächsten Gegner rumlaufen, während ich hier noch im Plünder bin, mag ich gar nicht. Ich habe irgendeinen Schlüssel aufgehoben. Ich wollte es nur schnell hinter uns bringen.
Zare. Ah, wir haben eine Eintrittskarte gefunden. Yeah. Dann haben wir uns die 500 Kronkorken gespart und auch noch viel schönen Weg gefunden. Was will man mehr? Oh, hier haben wir. Ach so, warte mal. Da kommen wir auch ins Big Da oder wie? Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt müssen wir hier erstmal ganz viel noch plündern und die Gegner noch besiegen. Was war denn jetzt los? Eine Eismine oder wie? Ist irgendwer gestorben? Major Tomcat? Major Tomcat geht's gut, oder? Ich lade noch mal schnell. Manchmal verstehe ich nicht, was passiert. Aber wahrscheinlich bin ich in eine Eismine getreten. Aber irgendwie, ich wollte nämlich gerade die Kisten vor mir auswählen, aber er hat dauernd nur diesen Bunker ausgewählt. Aber dass da Schlossknacken 8 steht und wir haben kein Schlossknacken 8, macht mich irre. Da ist ein Schloss, das nicht geknackt werden kann. So Leute, wir gehen jetzt kämpfen da draußen, weil sonst hört das nicht auf. Oder? Gehen wir erst doch mal im... Na, wird schon gut. Halskasten, Clownsnase, Munition, Rauchgranate, Perücke, Munition, Nase. So, Lagereinheit 109 Schlüssel. Kleiner Schlüssel 109 eingraviert. Eine Klingenwaffe. Der Dentalkür. Die Dentalkürett. Das könnte was für. Oh, was haben wir denn hier? Ein Level 25 Helm. Verrückter Wissenschaftler und viele Stärke. Das ist aber eine Anforderung. Meine Güte. Panzerung 8. Heil. Mein. Oh, boah. Das ist ja der Wahnsinn. Das habe ich vorher beim letzten Mal überhaupt nicht gesehen. Das ist ja super. Aber jetzt passt auf, wo wir das jetzt erstmal gelootet haben, das Wichtigste, werde ich jetzt wirklich nochmal speichern. Jetzt müssen wir das Monster da draußen töten, sonst können wir uns da drin nicht mal in Ruhe umschauen. Sehr gut. Wir sind dann noch erwischt. Nein, das geht nicht. Also dann wir hier vielleicht ein bisschen in Deckung. Keine Deckung? Hier ruhig ein bisschen in Deckung. Ah. Wir sind jetzt schon bei diesem Gewächshaus, glaube ich. Okay, dann müssen wir uns jetzt auf einen langen Kampf einstellen. Aber es ist gar nicht so schlecht, dass wir jetzt erstmal so weit weg sind von dem, glaube ich.
das ist jetzt fast ein bisschen um, dass da die Tiere wieder um den einen rumstehen. Angeblich nicht zu dem hin. Das verstehe ich irgendwie. Eigentlich könnte doch einfach hinlaufen. Wir hin. Zeit. Ja, jetzt geht's. Jetzt soll ein Fehler an. Jawohl. Sehr gut. Der Crusader hat nicht die Reichweite. Ist aber auch nicht schlimm. Weil dann. Oh ja, stimmt. Das ist vielleicht hier eine ganz gute Idee. Stellen wir halt mal einen Geschützturm auf. So, was habe ich die Dinger denn? Ne? Fällt mir gerade so ein. Und dann speichere ich. Lade ich mal nach. Ach guck, ich glaube, ich gehe hinter dem Stein hier in Deckung. Voll daneben. Okay. Echt mal besser nachgucken, was ich denen so mitgegeben habe, ne? Rumpfgranaten könnten zum Beispiel auch ziemlich hilfreich sein im Kampf. Kann ich da leider nicht hinwerfen, aber grundsätzlich. Wenn wir schon einen verrückten Wissenschaftler haben, sollte ich auch seine verrückten Gadgets nutzen. Verlorenen Seelen. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Jetzt ein bisschen Schaden machen wir damit auch. Wenn er trifft. Oh, jetzt kommt das Rudel. Jetzt wird's gefährlich. Erstmal noch nicht. Ich befürchte, ich muss leider nicht zurück in die Basis. Ich muss unsere Tierbegleiter da alle abstellen. Weil ich finde es total cool, dass wir dieses Rudel dabei haben. Das gefällt mir echt gut. Aber ich kann im Grunde meine ganzen Flächenschadenwaffen alle nicht einsetzen. Das ist halt ziemlich schwierig.
auch unsere eigenen Freunde treffen würde damit. Ich könnte jetzt hier so schöne Schrumpfgranate hinwerfen. Ah ja, okay, so geht's. Okay, was machen wir? Dann dürften die schon mal nicht mehr so gefährlich sein, nehme ich an. Könnte ich jetzt zum Beispiel so schön mit ihrer Schrotflinte reinschießen. Das ist lächerlich. Oh mein Gott, wäre das toll. Aber leider würde ich dann unsere eigenen Tierbegleiter treffen. Das will ich. Schon gemein. Oh. Ah, sehr gut. Der ist immer tot. Wenn wir... Golem kann jetzt noch die geschrumpften Monster hier hauen. Ah, ein Haut daneben. Aha. Das dürften die jetzt nicht mehr so gefährlich sein in der Größe. Alles daneben gegangen. Achso, ich krieg keine Sichtlinie mit den Gegnern, weil ich nachladen muss. Und wird's mir nicht angezeigt. Ach, come on. Wie oft kann man gegen den Stein schießen, der direkt vor einem ist? Ach, manchmal. Macht mich dieses Spiel. Ja, sehr schön. Wir fertig? Nee, da ist noch. Den nur kaum. Might be somebody in that greenhouse. Gut gemacht, Team. Müsste auch mal wieder gucken. Wir können inzwischen, glaube ich, echt schon wieder modden. Und okay, there might be someone in the greenhouse, hat sie gerade gesagt. Also im Gewächshaus ist vielleicht jemand. Soll bestimmt ein Hinweis für mich sein. Aber jetzt looten wir erstmal hier weiter, wo wir vorher aufgehört haben. Nein, Schlossknacken 7. Ich glaube, wir können schon wieder hochleveln. Ein paar, alle sogar. Sehr gut, dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht das Schlossknacken noch mal verbessern können. Moment, wir haben sogar 2 Punkte. Oh mein Gott, gleich 2 Level. Sehr gut. Gleich 6 Fähigkeiten.
Ach, ich will trotzdem. Ich will trotzdem ihr Tierflüsterer hochstufen. Auch wenn ich gerade wieder mich drüber beschwert habe, wie doof das ist, dass die dann da im Weg stehen. Aber was soll man machen? Ja, was ist denn das? Wenn dein tierischer Begleiter auf Konstitution 25% sinkt, erhältst du eine kritische Trefferchance von plus 50 und 2 AP. AP. Das ist gut. So, hier, ich würde ja gern Nahkampf mal verbessern, weil das echt sein müsste. Aber wir brauchen Schlossknacken. Und zwar auf 7. Perfekt, ja, dann hilft's nicht. Da müssen wir jetzt... Das muss jetzt sein. Dann können wir den Safe öffnen. Und da drin ist eine EMP-Granate. Dürfte uns gegen gewisse Roboter irgendwann mal ziemlich gut helfen. Ein Nagelkästchen. Eine Schlagwaffe. Okay. Flintmunition, Geld, Schrott, einen Griff und... Ah, ein Rüstungsmodus. Oh, okay. Ich habe mal schnell, aber ich werde mal die anderen auch nochmal... Na? Ups. Er bräuchte echt dringend einfach einen Aktionspunkt mehr. Der Basti, der Sniper. Ich hoffe, der kriegt den jetzt. Hat den jetzt mal bekommen oder so. Weil dann könnte er zweimal pro Runde schießen. Ist jetzt schon mit seinem Scharfschützengewehr ziemlich mächtig. Aber wenn er zweimal schießen kann, dann so richtig. Ich dachte, das haben wir beim letzten Mal schon gelernt. Die höhere Trefferchance. Seltsam. Hätte schwören können. Ja, warum nicht mal ein bisschen mehr in Charisma investieren? Ja, verrückte Wissenschaftler. Nein! Moment, jetzt habe ich es schon. Jetzt ist es schon zu spät. Schade. Weil für den Helm, den ich da gefunden habe, braucht man verrückter Wissenschaftler und Stärke auf 3, glaube ich. Aber das muss ich mir unbedingt merken, dass wir hier Fallen Crusader bei Stärke mal auf 3 setzen. Über Helm. Das habe ich jetzt leider versehen. War ich zu voreilig. Naja. Können wir uns sparen, die Puppen. Puppflinten verursachen 100% mehr Schaden gegen Gegner in Deckung. Ja, yeah, genau. Deckung wegpuste. Power. Das finde ich gut. Okay. Soweit, so gut. Ah ja, genau. Moment, ich wollte noch schauen wegen der... Oh, nicht auf das Schießen. Ich wollte noch schauen wegen der Ausrüstung. Weil wir haben ja doch ein paar interessante Waffen und Rüstungsgegenstände, glaube ich. Also Schwerwaffen haben wir jetzt, glaube ich, keine, die interessant werden. Ah, doch, hier, warte mal. Das wäre aber... Nee. Na gut, aber wie sieht's denn mit Nahkampfwaffen aus? Da haben wir doch hier legendäre Dentalkürette bekommen. Ups, ist verdrückt schon wieder. Ah. Da.
Die ist verdammt gut. Guckt euch die Werte im Vergleich zu unserem Straßenkrieger an. 85 bis 80 Schaden ist mehr als das Doppelte an Schaden schon mal. Das ist schon mal super. Dann haben wir eine höhere Grundchance auf Treffer. Super. Einen niedrigeren kritischen Schaden, okay. Mehr Durchschlagskraft. Kann zwar nicht betäuben, aber vergiften. Okay, okay, okay. Ja, rüsten wir es hier aus. Und ist riesig. Sehr schön. Ein Scharfschützengewehr haben wir, glaube ich, nicht wirklich, oder? Doch hier. Aber ich glaube, das ist exakt. Oh Gott, wenn ich mich nicht immer verdrücken würde. Die Konsolensteuerung in dem Spiel ist. Die Controllersteuerung für das Spiel ist einfach echt schlecht gemacht. Furchtbar. Die Waffe hat immerhin einen leicht höheren Trefferchance. Ist sie gleich. So, hier haben wir die Laserkanone. Beiden, die beide echt im Kampf nicht direkt gut sind. Warum? Ach Mist, für die Laserpistole braucht man Handfeuerwaffen und überhaupt nicht verrückter Wissenschaftler oder wie? Mechanik. Für die braucht man verrückte Wissenschaftler, für die Mechanik. Okay. Einen Wiedelwerfer. Naja, das passt dann schon. Hier haben wir eine Tommy Gun, eine Maschinen. Pistolen hätten wir ein paar, aber wahrscheinlich ehrlich gesagt so gut. Ja? Naja, doch, auf dem Papier wäre die Uzi besser als die Tommy Gun. Ist auch hochleveliger. Viele Tommy Guns. Na, weißt du was? Dann nimm doch mal die Uzi als Waffe. Mit Tommy Gun kannst du immer noch als Sekundärwaffe mit. Schauen wir mal. Ich glaube, der Revolver passt schon, den kurzen gegeben. Er haut nämlich rein, wenn er trifft. Er hat halt keine Reichweite. Wenn er trifft, dann haut er rein. Gut, schauen wir nochmal die Rüstungen durch. Haben. Aber abgesehen von dem Helm. Benötigt Cyborg-Technik. Wie kriege ich denn das? Das hätte ich gern. Aber gut. Genau, hier haben wir nur den Helm und den kann aktuell niemand aufsetzen. Weil niemand 4 Stärke auch noch. Wow, und 6 verrückter Wissenschaftler hat. Noch nicht. Aber den kriegt Fallen Crusader noch. Könnt ihn jetzt schon aufsetzen, aber dann haben wir, oh, das sieht schon cool aus, aber dann haben wir halt einen ordentlichen Treffer-Malus. Das ist auch nicht optimal. Schade. Naja, gut. Okay. Dann muss ich nochmal schnell schauen, weil wir wieder so Lernbücher haben. Genau hier. Erhöht automatische Waffen permanent. Das ist was hier. Und dann wollte ich noch gucken. Ah ja, genau. Ich wollte schauen, ob wir noch Waffen irgendwie sinnvoll modifizieren können. Das ist auch wieder so eine Sache hier. Ah, hier kann ich Sachen herstellen. Aber bisher sind das hier nur. Ja, ich verstehe.
Da fehlt. Ich habe zwar Brandys Tagebuch, aber nicht Roys Tagebuch. Sonst könnte ich was daraus machen. Oh, das kann ich herstellen. Aus Billys Känguru-Fakten, die wir vorher gefunden haben, und Würfel. Da bin ich jetzt echt gespannt, was daraus wird. Verzeihung, los geht's. Brettspiel mit australischen Regeln. Okay. Und das kann ich jetzt verkaufen anscheinend. Ja, okay. Das ist nur ein wertvoller Verkaufsgegenstand. Na gut. Nehme ich auch. Ach ja. Was ist das? Sägewelpe. Verstehe nicht, was das ist. Auf jeden Fall entdecke ich gerade zum ersten Mal dieses Crafting-Menü hier. Ich kann zum Beispiel einen Pappkarton herstellen. Festige deine Fähigkeiten im Schleichen. Ach ja, meine Güte, kann man hier viel herstellen. Ich zum ersten Mal. Okay, ich habe gerade eine neue Mechanik in dem Spiel entdeckt. Ach, was weiß ich, wie viele Stunden. Interessant, interessant. Wenn ich auf Erweitert drücke... Ach so. Da kann man auch Munition... Jetzt würde ich halt gerne sehen, wie viel von der einzelnen Munition ich habe. Ne, das wäre interessant. Kann nur sehen, wie viel ich davon herstellen kann. So ein paar Splittergranaten, die kann man einfach nur aus Schrott machen. Verdammt. Ich will jetzt gerade irgendwie nichts verschwenden, aber das ist echt gut zu wissen. Ich mache jetzt so einen Pappkarton. Vielleicht kommt dann Snake und... Das verstehe ich ehrlich gesagt echt nicht, jetzt wo ich es mir gerade denke. Crossovers sind doch irgendwie immer wieder ein Ding. Damit macht man doch immer wieder Publicity. Man schafft sogar den ein oder anderen Fan von dem einen für was anderes zu begeistern mit Crossover. Jeder mag Crossover. Crossovers sind total cool. Und jetzt hat Microsoft so viele Marken in einem Haus vereint und die machen irgendwie keine Crossovers. Warum denn nicht? Warum kann ich denn bitte jetzt hier zum Beispiel eben, wie ich es gerade gesagt habe, also Solid Snake jetzt gerade nicht, das ist die falsche Firma, aber warum gibt es dann nicht irgendwie als Easter Egg die Master Chief Rüstung zum Beispiel? Oder warum kann ich bei den gruseligen Puppen nicht auch eine gruselige Version vom Pip-Boy finden? Oder vielleicht kriege ich sogar einen Wallsuit mit super Werten. Lauter so Sachen. Oder eben wirklich Charaktere, also einzelne in andere Spiele, Gastcharaktere einbauen. Könnte man jetzt alles machen. Ja. Ich stelle hier mal ein paar Sachen her. Ich wollte eh gerade die Waffen modden. Aber der Karton ist auch nur zum... Nein, warte mal. Der ist nicht nur zum Verkaufen. Was? Das ist ein Helm. Yeah. Der Pappkarton ist ein Helm und ich kann damit wirklich besser schleichen. Das ist verdammt großartig. Okay. Meine Güte. Schleich halt nie, aber trotzdem. Kampfgeschwindigkeit ist auch noch verringert und Panzerung bringt da auch nur eins. Ich weiß nicht, ob den Kampf... Ich glaube, den wird leider niemand ernsthaft aufsetzen, den Helm. Aber ich finde es absolut großartig. Ah, ich meine, der Helm ist auch echt nicht gut. Die anderen schon. Also der wäre der einzige, den man vielleicht hergeben könnte. Oh Gott, oh Gott. Wobei für einen Scharfschützen Panzer durchschlagen schon sehr viel sinnvoller ist. Also momentan muss er den Helm noch aufbehalten.
Na gut, wir haben einen Karton als Helm. Ich verstehe. So, aber jetzt. Wie kann man jetzt gleich nochmal modifizieren? Ich habe mich ja eigentlich nur verdrückt. Rüstung modifizieren. Ich schätze mal, ich kann nicht. Dann. Ah ja, hier können wir schon was machen. Wir können ja entweder plus 4 Panzerung. Wow, das ist ja gar nicht schlecht. Konstitution plus 10%, dafür minus 4% Ausweichen, Panzerung plus 2, Panzerung plus 1 und Heilrate. Na dann, und warum geht das nicht? Benötigung, ah, da haben wir keine gut genug Rüstungsmodifierer. Aber dann machen wir gleich mal hier voll Panzerung plus 4 rein. Ja. Yeah. Irre. Hosen aus. Ah ja. Panzerung plus 1 Auswahl. Ah, aber warte mal, da haben wir schon. Naja, genau, dann nicht. Passt. Schauen wir uns mal die Waffen hier noch an. Uiuiui. Ja, das schwere MG können wir ein bisschen verbessern. Plus 4 Schaden, rein damit. Und plus 7% Trefferchance. Ausgezeichnet. Weiter zum nächsten Charakter. Ist natürlich ein bisschen unfair, ne? Jetzt kriegt ihr. Der Reihe nach kriegen die jetzt die guten Mods und für die letzten nichts mehr übrig. Aber irgendwann kriegt jeder was. Jetzt pass auf, das ist unser das gehört unserem Nahkämpfer. Dann ist wahrscheinlich Rüstung. Rüstung ist immer gut. Aber in die Hosen. Jetzt Ausweichen und Panzerung drin. Da könnten wir aber auch Initiative reinbauen. Bringt Initiative in dem Spiel? Frage ich mich gerade. Okay, dann lasse ich das lieber. Aber hier. Ja. Die ohnehin schon supermächtige Nahkampfwaffe bauen wir jetzt noch mächtigere Mods ein. Die Box enthält alles, was du brauchst. Und Nahkampfwaffen, Spitze und Furchterregender. 50% Chance auf Verursachung von Bluten. Okay, das klingt gut. Plus 4 Schaden. Ja, aber ich glaube, ich nehme das. Weil dann können wir jetzt mit der Waffe vergiften und bluten gleichzeitig. Außerdem erhöhen wir die Trefferchance noch um 7%. Warum nicht? Bam. Nächster. Irgendwie habe ich keine Mods für Helme, ne? Schade. Der hat schon was. Okay. Hey, T-Bone, danke schön für die Hundebits. Nice. Ah ja, hier können wir was einbauen. Ja, keine Ahnung. Ich baue einfach da rein ein. Wenn wir das Gewehr noch modden. Könnten. Nicht schlecht. Oh ja, immerhin. Hier mehr Schaden durch einen besseren Lauf. Bam. Cool, cool. Dann bauen wir hier auch mal Panzerung ein. Haben wir schon was? Da haben wir leider nichts. Erpanzerung und Heilrate. Moment, ich glaube, ich habe die falsche Taste. Zack. Die neue Uzi. Können wir auch nichts einbauen. Ich dachte, wir hätten noch irgendwie einen Lauf oder irgendwas gehabt, aber scheint nicht. Oder vielleicht nicht für die Waffen ab. Na gut. Den. Genau. Den. Dann sind alle jetzt ein bisschen stärker als vorher. Jo, mach's gut, Bad Wolf. Ich mach jetzt, glaube ich, heute eher auch nicht mehr lange. Unter der Woche ist immer doof, wenn man so lang macht. Aber jetzt müssen wir hier noch alles looten und ins Gewächshaus gehen, auf jeden Fall.
dann schauen wir mal weiter. Losknacken 8 können wir leider nicht. Das ist schlimm. So, wo ist jetzt diese Eismine? Ich sehe sie nicht. Keiner sieht. Dammit. Okay, alle zurückziehen. Abraxa hat einen guten Panzer. Nein, meine Tierbegleiter laufen. Das ist nicht gut. Dann geht einfach Marshall No. Der hat keine Tierbegleiter. Der ist mir. Doch nur schau. War nicht so schlimm. Und Küste noch gut gesammelt. Ein Armee-Revolver. Ah, guck, jetzt haben wir einen Rüstungsmod für. Ja, aber haben wir nicht einen Schlüssel gefunden? Aber scheinbar nicht für den Spind. Oh, was lässt mir keine Ruhe, wenn es Loot gibt, den ich nicht mitnehmen kann. Die Klappe nehmen wir jetzt mal noch nicht mit. Wegsaugen. Beziehungsweise noch rein. Okay. Ganz viel. Und für alles. Die Kanone immer noch auch aufleuchtet. Mit der reagieren. Ja, wer weiß, ne? Könnte schon sein. Nee, ich glaube, so lange dauert es nicht. Was ist denn das hier? Industriegebiet. Herstellungsgebiet. Okay. Was haben wir denn da entdeckt? MP-Granate? Die Punkbuster. Automatische Schrotflinte. Holy moly. Das klingt echt gut, oder? Ja. Erstens mal kurz speichern und dann gehen wir noch mal kurz hier rein. Weil, jetzt passt auf. Schrotflinte. Zählen Schrotflinten als Handfeuerwaffe. Halbautomatische Pistolen, Revolver, Pump-Shotgun, automatische Schrotflinte. Ganz genau. Haben die sich leider schon wieder einsortiert, Mensch. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die Punkbuster, wobei das ist eine Artefaktwaffe, ne? 29 bis 43. Nee, da kann die Punkbuster nicht mithalten. Der letzte Aufruhr ist eine Level 10 automatische Schrotflinte. Und außerdem noch irgendwie so artefaktmäßig unterwegs. Naja, hätte ja sein. Ah ja, aber wir haben auch noch irgendeinen Revolver gefunden. Den wollte ich auch mal noch den Revolver mit dem vergleichen, den er jetzt hat. Und der ist exakt gleich. Na dann. Okay. Aber eine Sache noch. Helm-Mod. Haben jetzt nämlich 2 Stück. Panzerung und Widerstand gegen kritische Treffer. Ja gut. Braucht auch unser Nahkämpfer, finde ich, dringend. Verzeihung. Okay. Und wieder ist unser Team ein kleines bisschen mächtiger. Gehen wir mal in das Gewächshaus. Leiche. Mit einem Garbage Patch Kit. Das war in den USA. Aber das kenne ich nur aus so, ne, so amerikanischer Popkultur. War das wohl mal ein Riesending, dass man die gesammelt hat? Kleine Puppenfiguren waren riesensammelwarm, waren die Amiibos wurden oft eine Zeit lang mit diesen Garbage Patch Kids verglichen. Keine Ahnung. Sammelbare Puppe mit einem riesigen Plastikkopf und einem Körper aus Weichstoff. Tagebuch eines Bauern, ein Wissensbuch. Ledergebundene Tagebuch verformt und ausgebaut. Seiten sind vollgespült Schmutz. Gruselige Puppen wurden hier gepflanzt. Die scheinen tatsächlich zu wachsen. Okay.
Erfinder des Kohls. Auf dem Aufkleber steht in wunderschöner Handschrift letzte Worte geschrieben. I have failed. The wind is howling and the snows have fallen heavy this year. The children no longer speak to me. They huddle in the cold earth, bereft and barren of fruit. I have done all I can. I have tended the furrows. I've watered them with my blood and my fat. Nothing is left of me now but bent bones and hollow regret. The children of the cabbage tested me and found me wanting. Darkness has fallen. I will go and lie with them one last time and dream of a spring I will never see. Okay. Ich glaube, da ist einfach nur jemand durchgedreht. Will uns diese Kassette sagen. Dann hat er angefangen Puppen. Dann gehen wir jetzt mal durch die Luke und schauen mal noch, was uns da noch erwartet. Kommen wir jetzt über die Luke auch direkt ins Bizarre wahrscheinlich. Ja, in Bizarre oder wie auch immer. Weil hier könnten wir unter Umständen ein paar interessante Händler finden. So wie sich der Beschreibungstext von Bizarre angehört hat. Von Bizarre-Sam. Aha! Ein Truck. Schweinchen. Könnte ich zähmen. Moment mal, hier sind Feinde. Habe ich jetzt ganz falsch eingeschätzt hier. Ich dachte, wir sind an einem richtigen Ort. Taubstofffinger entdeckt. Eine Waffe, der Schaumstofffinger, kann ich herstellen, weil ich genug Clownsnasen habe. Ich mache jetzt aus Clownsnasen einen Schaumstofffinger und der ist eine Waffe. Okay, keine weiteren Fragen, euer Ehren. Benötigt Handgemenge 1. Das hat, glaube ich, keiner. Wahrscheinlich auch nicht. Chaps Witz. Schimmliges Notiz. Aha. Voll mit kaum lesbaren Abdrücken eines Kunststücks. Molotov Cocktail. Rippenbrecher. Eine stumpfe Waffe. Aber nicht so gut wie das, was wir getan haben. Ah, ein Zielfernrohr. Waffenmod. Kritische Chance plus 3. Na dann. El Doctor! El Doctor! Fantastic! Ja, was können wir hier an dem Computer machen, den ich angemacht habe gerade? Der Computer ist unfassbar langsam. Er scheint kaputt und voller beschädigter Daten zu sein. Textanzeigen weisen darauf hin, dass der Computer eine Kontrolleinrichtung für ein gewisses... Oh, für einen gewissen Monstergefängnisblock ist. Ah. Häftlingsdaten einsehen. Daten scheinen uralt und schon lange beschädigt zu sein. Du kannst keine der Häftlingsdaten wiederherstellen. Aber es ist offensichtlich, dass der neueste Eintrag bereits Jahrzehnte alt ist. Temperaturregler wird neu gestartet. Warum
System unterhalb der Mindesttemperatur für Lebensfähigkeit. Türen bei akuter Temperatur nicht funktionsfähig. Abtausystem reaktivieren. Abtausystem aktivieren. Ah, ich habe gerade irgendwelche Türen geöffnet. Sehr schön. Wärterdaten einsehen. Die Wärterdaten sind großteils beschädigt, aber du kannst dir zusammenreimen, dass dieser Ort einst als Gefängnis der Monsterarmee diente. Es wurde vor fast 50 Jahren geschlossen, als der Patriarch den Bizarre eroberte. Und wieder zurücktreten. Na gut, irgendeine Tür haben wir jetzt geöffnet. Ich glaube, den Kampf machen wir jetzt auch noch mit unseren neuen Waffen und unserer neuen Ausrüstung. Je nachdem, wie wir mächtiger geworden sind. Oh, ist das gemein, ey. Das finde ich nicht schön. Du bist ein smart little pig. You are? Wir haben die Schweine mit Sprengstoff versehen. Bueno, again! Wie mies. Dafür werden sie grüßen. Jetzt wird sowas von. Leider versperren jetzt alle den Weg. Alle mal ein bisschen hier aus dem Weg. Noch hinstellen soll. Ich habe wieder das Gefühl, dass es zu wenig Deckung gibt hier. Oh, eine Leiche. Warum sollten wir die angreifen? Deckung. Die Schweine Hothawk werden zumindest als neutral tatsächlich angezeigt. Mit denen kann ich reden. Vielleicht, weil ich eben so ein toller Tierfreund bin. Kann sein, dass die mich jetzt nicht mal angreifen. Oh nein. Ah, das ist so mies, ey. Ich hasse die. Let's play hide and seek! Wow, das war grad. Wow. Got a beat on him. Ah, hat sogar kleine Matchpunkte dabei. Und dann hätte ich mich gar nicht zurückziehen müssen. Ich wollte eigentlich zum Heiler gehen, aber das ist ja dann gar nicht nötig. Ja, wunderbar. Ui, das war ein guter Treffer. Heiligst Lächle. Warum braucht das Gewehr? Er braucht dringend. Kann ich ihm jetzt eigentlich auch eine geben? Er braucht einfach dringend eine Zweitwaffe. Weil sein Gewehr braucht einfach zu viel
Munitionspunkt geht nicht. Man kann halt nur mit Scharfschützengewehren wirklich umgehen. Das ist alles andere, was ich ihm gebe, ist wahrscheinlich eher nutzlos. Naja, außer vielleicht Granaten. Oh, kann er nicht. Eigentlich. Kann ich, weil wir jetzt im Kampf sind. Ja, die Schweinsexplosionen sind krass. Aber vielleicht könnte ich die nämlich tatsächlich, solange die noch im gelben Zustand sind, mit meinem Tierflüsterer, mit der Tierflüstererfähigkeit von Abraxe bekehren. Möglicherweise. Das wäre ziemlich cool. Aber das ist jetzt ein schöner Schlusspunkt. Machen wir für heute Schluss. Beim nächsten Mal machen wir dann hier weiter. Und dann rächen wir unseren Tod. Mein Gott, ein Schwein hat jetzt alle auf einen Schlag ausgelöscht. Nicht schlecht. Also zwei, aber das erste hat nur einen erwischt. Dann das zweite alle anderen. Na schön, Leute. Hat mich gefreut. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich sage jetzt gute Nacht und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.